Sehr geehrte Damen und Herren, nehmen Sie bitte Platz. Wir möchten mit unserer Sitzung fortfahren. Wir setzen unsere Sitzung fort. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6, Beschlussvorlage Oberbürgermeister, Verlängerung der Veränderungssperre im Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes B, BU 07, Gewerbeflächen südlich der Lobedaer Straße im Ortsteil Burgau. Wünscht der Einreicher das Wort? Herr Bürgermeister, bitte. Ich bitte Sie, sich zügig zu setzen und auch die Gespräche an den Tischen einzustellen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir legen Ihnen als ersten inhaltlichen Beschlusspunkt heute eine Vorlage vor, eine Veränderungssperre zu verlängern. Das Instrument der Veränderungssperre, was in Jena noch gar nicht so häufig angewendet worden ist. In diesem Fall ist der Stadtrat dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt, in diesem Areal einen Einleitungsbeschluss und eine Veränderungssperre zu verhängen, weil ein Bauvorhaben in diesem Areal eben drohte, die Planungsziele zu verletzen. Und in dem Moment, wo dann ein Gebäude einmal genehmigt und errichtet ist, hilft dann auch der Bebauungsplan nicht mehr, weil das Nutzungsrecht natürlich bestehen bleibt. Deshalb gibt es das Instrument der Veränderungssperre. Das ist zeitlich immer befristet auf ein Jahr. Wir sind nach einigen Anlaufproblemen da tatsächlich aber auch in sehr, sehr gute Gespräche mit einem zentralen Grundstückseigentümer dort eingestiegen, der sich an der Planung beteiligt, weil wir natürlich auch am Ende dort einen Bebauungsplan verabschieden wollen, der Chancen auf Realisierung hat. Wir können ja mit einem Bebauungsplan nicht erreichen, dass etwas zwingend bebaut wird. Wir können nur erreichen, dass, wenn es bebaut wird, eben in der vom Stadtrat gewünschten Form errichtet wird. Die Gespräche laufen gut. Wir sind mit dem Hauptflächeneigentümer dabei, einen Bebauungsplan zu entwickeln, der dann auch in die Offenlage gehen kann. Gleichwohl sind wir noch nicht über die Ziellinie. Und aus diesem Grund schlagen wir Ihnen vor, diese Veränderungssperre zu verlängern. Das ist erstmalig ohne Begründung, mehr oder weniger ohne Begründung möglich. Bei weiteren Verlängerungen sieht das BauGB dann verschärfte Begründungspflichten vor. Aber wir sind guter Dinge, dass da gar keine weitere Verlängerung nötig wird, sondern wir im Zeitraum der nächsten Veränderungssperre dann Ihnen auch hier einen Planentwurf vorstellen können. Ich danke Ihnen und bitte um Zustimmung. Nächster Redner ist Herr Dr. Vogel. Herr Dr. Vogel zieht zurück. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer der Vorlage zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Danke sehr. Gibt es Gegenstimmen oder Enthaltungen? Beides nicht, damit einstimmig angenommen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7, Beschlussvorlage Oberbürgermeister, zweite Vertragsänderung des Vertrages über die Herstellung von Erschließungsanlagen im bzw. angrenzend an den Geltungsbereich des B-Planes der Innenentwicklung BBU 06 Altes Gut Burgau im Ortsteil Burgau. Wünscht der Einreicher das Wort? Das ist der Fall. Herr Bürgermeister Kallitz, bitte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben diesen Durchführungsvertrag bereits einmal angepasst. Heute schlagen wir Ihnen eine weitere Anpassung vor. Der Erschließungsvertrag erfolgt mit der Jena Projekt GmbH und Co. KG, eine Tochter der Ernst-Appel-Stiftung.
Zum einen soll die Durchführungsfrist ein weiteres Mal verlängert werden bis 2028. Bisher ist diese bei 2024. Und zum Zweiten, und das ist materiell noch mal deutlich wichtiger, es soll das Vorhaben in den Erschließungsfragen entkoppelt werden vom eigentlichen Bauvorhaben im engeren Sinne und den Erschließungsanlagen, die im Umfeld notwendig sind. Es geht darum, dass jetzt offensichtlich die Vorhabensträgerin nicht so rasch dort in die Realisierung gehen wird, dass die Baumaßnahmen, wie es mal angedacht war, konsolidiert zusammen mit den Ver- und Entsorgungsträgern dort durchgeführt werden können. Wir haben aber Maßnahmen in den angrenzenden Straßen, die zwingend durchgeführt werden müssen und nicht bis zur Realisierung warten können. Und auch dahingehend musste der Durchführungsvertrag angepasst werden, dass dort quasi die stufenweise Erschließung möglich wird. Ich bitte Sie auch hier um Ihre Zustimmung. Nächster Redner ist Herr Gebhardt. Dann ist der nächste Redner Herr Jakob. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich will Sie nicht lange aufhalten, aber zwei Sachen erscheinen mir doch erwähnenswert hier. Um dieses Projekt wurde 2018 ganz fürchterlich gerungen in der Stadt und in den Ausschüssen. Da gab es Bürgerinitiativen, viele Diskussionen mit dem Ortsteilrat, glaube ich, 4 Stadtentwicklungsausschusssitzungen dazu und Vor-Ort-Termin und was auch immer. Und das war ganz dringend. Und seitdem passiert nichts. Es war mal in der Zeitung zu lesen, 2022 geht es jetzt wirklich los. Das war also schon ein bisschen her. Es scheint, und jetzt hören wir wieder, dass es nicht weitergeht. Das finde ich schon sehr traurig. Ich weiß nicht, ob man da, naja, wahrscheinlich, wir bräuchten schon Mittel, um auf sowas Einfluss zu nehmen. Und einen zweiten Punkt möchte ich in Erinnerung rufen. Unter anderem maßgeblich wegen dieser Geschichte wurde der Beirat für Bürgerbeteiligung ins Leben gerufen, um bei solchen Bauvorhaben die Bürgerbeteiligung besser zu begleiten. Das hat er meines Wissens seitdem nicht tun müssen. Auch, das will ich mal schon positiv vermerken, weil die Verwaltung inzwischen offensiver in die Ortsteile geht und mehr informiert. Also der Beirat für Bürgerbeteiligung hat zum Glück noch ein paar andere Aufgaben, die er gut erfüllt. So, das war's schon. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen gibt es nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dieser Beschlussvorlage zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gibt es hierzu Gegenstimmen oder Enthaltungen? Beides nicht, damit einstimmig bestätigt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7, Beschlussvorlage Oberbürgermeister, zweite Vertragsänderung des Vertrages über die Herstellung von Erschließungsanlagen im bzw. angrenzend an den Geltungsbereich des B-Planes der Innenentwicklung BBU 06 Altesgut Burger im Ortsteil Burger. Dann hat man das gerade gemacht. Entschuldigung. Top 8, Beschlussvorlage Oberbürgermeister, Billigungs- und Auslegungsbeschluss für den Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan VBB LO 14, Wohnbebauung Theobald-Renner-Straße. Wünscht der Einreicher das Wort? Herr Bürgermeister Gerlitz, bitte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, eine weitere Beschlussvorlage in Zusammenhang mit einem Bebauungsplanverfahren. Wir befinden uns hier an der Theobald-Renner-Straße in Lobeda West. Ein Vorhaben von Jena Wohnen, der kommunalen Wohnungsgesellschaft, und ein Vorhaben, was ich auch gleich zu Beginn unterstreichen will, über das ich mich ganz besonders freue, weil es zum einen gut ist für den Ortsteil Jena Lobeda und zum anderen auch ein Vorhaben ist, was wieder sozialen Wohnungsbau mit beinhalten soll. Wir haben ja in Jena die Regelung verabschiedet, dass bei Grundstücksveräußerungen 20% sozialer Wohnungsbau mit vorgesehen werden soll. Jena Wohnen als städtische Wohnungsgesellschaft fühlt sich daran gebunden, auch ohne dass es eine Grundstücksveräußerung davor gab. Das Grundstück, das will ich ja vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen, ist ja im Rahmen eines
Tausches an Jena Wohnen übergegangen. Jena Wohnen hat uns dafür Flächen überlassen, die es uns möglich gemacht haben, zum einen ein Jugendzentrum zu errichten in Lobeda West, als auch die neue Sportschwimmhalle zu errichten. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung sind zu dem Vorentwurf 23 Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange eingegangen, 5 Schreiben aus der Öffentlichkeit. Diese wurden gesichtet und in die weitere Planung, soweit das möglich war, mit aufgenommen. Insbesondere ging es da auch um Fragen des Themas Waldumwandlung. Sie erinnern sich daran, wir sind dort sehr nah an einer Grünfläche, die auch von den Bürgerinnen und Bürgern in Lobeda sehr geschätzt wird. Der nun vorliegende Entwurfsstand sieht nach wie vor das grundsätzliche städtebauliche Konzept vor, so wie es im Wettbewerb sich durchsetzen konnte. Es erfolgten Anpassungen im Detail. Es geht um ca. 150 teils barrierefreie Wohnungen, 130 Stellplätze in der Tiefgarage, zusätzlich nochmal 50 oberirdische Stellplätze, sodass wir dort bei einer Gesamtstellplatzanzahl sind von 180, also deutlich mehr als 1,0 und auch deutlich mehr als dort zu erwarten steht, die in dem Bauvorhaben oder von den Bewohnern dann tatsächlich angemietet werden. Das ist an dieser Stelle aber trotzdem richtig und angemessen, weil ich daran erinnern will, dass wir auch eine Garagenanlage damit teilweise überbauen. Also es ist nur ein kleiner Teil des Vorhabens, aber es wird dabei eine Garagenanlage rückgebaut werden müssen. Und das ist eine Garagenanlage, die tatsächlich auch sehr integriert am Ortsteil ist, wo tatsächlich viele Autos stehen, die von Bewohnern des Quartiers dort abgestellt werden. Und die müssen andernorts einen Platz finden. Deswegen hat sich Jena Wohnen auch bereit erklärt, dort mit den Garagenbesitzern intensive Gespräche zu führen und den Angebote zu unterbreiten, dass sie dann Stellplätze eben in dem Vorhaben anmieten können. Zuletzt möchte ich auch noch darauf hinaus, dass es auch sowohl aus Umweltgesichtspunkten ein sehr unterstützenswertes Vorhaben ist. Es ist ein sehr urbanes, integriertes Vorhaben. Es wird Dachbegrünung vorgesehen an dieser Stelle, als auch darauf hinweisen, dass wir hier natürlich auch wieder im Rahmen der Offenlage, die länger als das BauGB vorsieht, die wir länger vorsehen wollen, nämlich 2 Monate sind hier geplant und es wird eine weitere Bürgerversammlung im Rahmen der Offenlage am 5. September geben. Zuletzt noch ein Hinweis zu der von vielen zu Recht kritisierten oder hinterfragten Verkehrssituation. Die Ampelanlage an der Ausfahrt der Theobald-Renner-Straße wird nach Abschluss der Baumaßnahmen im direkten Umfeld sehr bald mit in an den städtischen Verkehrsrechner angebunden und damit von dem jetzigen statischen Umlauf auch auf ein dynamisches System umgestellt. KSJ erwartet sich davon deutliche Verbesserungen. Darüber hinaus ist das auch ein Bereich, den wir uns nochmal von der Spurführung anschauen wollen, ob es beispielsweise möglich ist, zweispurig von der Theobald-Renner-Straße in Richtung Stadtroder Straße abzubiegen, was dort auch eine deutliche Verbesserung sein könnte. Das wird sich alles angeschaut. Die Verkehrsgutachten sind immer Teil von diesen Planverfahren und da möchte ich an dieser Stelle vielleicht auch ein bisschen beruhigen. Das ist nicht so, dass das ein blinder Fleck ist. Natürlich ist uns klar, dass die Verkehrsinfrastruktur mit der neuen Sportschwimmhalle und mit diesem Neubauvorhaben mithalten muss. Herzlichen Dank. Der erste Redner auf der Rednerliste ist Herr Blumentritt.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Fast auf den Tag genau wohne ich 55 Jahre in diesem Stadtteil Neulobeda. Und warum sage ich das? Weil ich unmittelbar miterlebt habe, was auf dieser Fläche, die jetzt zur Bebauung steht oder erstmal zum Auslegen des Beschlusses, ein altes Heizkraftwerk beherbergt hat, teilweise kontaminiert war in vielen Fragen, man es nicht mehr nutzen konnte und es einfach ein Schandfleck im Westteil dieses Stadtteils gewesen ist. Das einzige Positive, was da durchging, war die Wärmeleitung. Da hatte dann am Ende jeder was davon. Und das hat auch jeder akzeptiert, obwohl sie manchmal auch vieles überragt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte aber zuallererst ein großes Dankeschön loswerden, weil es ja keine Selbstverständlichkeit ist, wenn man mal in Deutschland in den Kommunen rumsieht und sieht Bautätigkeiten oder andere, was kommunale Wohnungsunternehmen beinhaltet, dann sollten wir sehr stolz sein, dass wir ein Wohnungsunternehmen in dieser Stadt Jena haben, die uns heute, respektive durch die Verwaltung, auch einen solchen Plan und einen solchen Beschluss auf unsere Tische legen, wo wir für die Zukunft dieses Stadtteils mitentscheiden können, mitdiskutieren können. Wir haben das diesbezüglich schon im Stadtentwicklungsausschuss gemacht, aber dazu komme ich dann noch mal. Ich habe selten erlebt, eine Baumaßnahme, die so intensiv und so umfangreich den Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt wurde, durch ganz verschiedene in der Durchführung Informationsveranstaltungen. Alleine Jena Wohnen hat Informationsveranstaltungen 5 oder 6 gemacht. Der Ortsteilrat hat insgesamt 3-mal getagt. Wir haben Vorortbegehungen mal von der Fläche gemacht. Da ist der eine oder andere mitgegangen. Und wir haben natürlich, und der Christian Gerlitz hat es ja angesprochen, natürlich auch das eine oder andere aufnehmen müssen, an was wir vielleicht manchmal gar nicht so gedacht haben. Wir haben beschlossen vor Jahren, wir bauen dort an dieser Stelle eine Schwimmhalle. Wir haben beschlossen, wir bauen an dieser Stelle, also am Eingang der Theobald-Renner-Straße, ein neues Jugendzentrum. Und das war natürlich über die ganzen vielen Jahre natürlich mit Lärm verbunden. Und wenn die Bewohnerinnen und Bewohner der Theobald-Renner-Straße, die 1967 im November den ersten Mietvertrag bekommen haben, teilweise noch dort wohnen, dann sind die heute 70, 75, 80 oder älter, weil sie teilweise als junge Familien oder sogar als Kinder in das erste Wohngebiet dieses Stadtteils gezogen sind. Und das sind natürlich ein paar Befindlichkeiten, die zu akzeptieren sind. Und nichts ist, wo man sagen, schlimmer, als wenn man Menschen überzeugen muss, Veränderungen auch zu akzeptieren, Veränderungen in die Zukunft. Und ich meine, wer die Struktur von Lobeda kennt, wie die Gebäude in der DDR-Zeit oder respektive jetzt auch nach der Wende durch Sanierung so in ihrer Kubatur beibehalten wurden, da kann es doch jetzt wirklich das Herz in der Seele aufgehen, wenn ein Wohnungsunternehmen etwas präsentiert, wo es eine Jury gegeben hat. Und in dieser Jury waren alle beteiligt von den einzelnen Wohnungsgesellschaften über die Aufsichtsräte, über die Stadt Jena und so weiter. Und dieses Projekt ist dort mit 0 Gegenstimme und 0 Enthaltungen praktisch abgeschlossen worden, die erste Variante, die Auswahl dieses Projektes. Und der eine oder andere hat es ja auch bestimmt schon gesehen im Stadtentwicklungsausschuss oder auch woanders. Christian Gerlitz sagt, betonte jetzt die Frage Verkehr, Lärm, Natur. Das ist vollkommen klar. Aber wenn man genau diese Papiere liest, die die Stadtverwaltung uns ja mit auf den Weg gegeben hat, klar müssen wir manchmal mehrere Bäume wegnehmen, lieber Volkner. Aber wir bauen oder wir pflanzen dort auch 136 neue an. Das ist nicht böse gemeint. Ich meine jetzt aber, weil das ja auch eure Intention ist, einfach viel Grün zu erhalten und nicht nur eure, sondern unsere auch. Aber im Leben ist das nun mal so, dass es Veränderungen geben muss, um es hinterher besser oder für die Menschen noch erträglicher zu machen. In diese Wohnanlage werden junge Leute größtenteils Familien einziehen, die eine andere Architektur befürworten, die einfach neue Generationen verbinden mit neuem Wohnen. Das haben wir in vielen Bereichen dieser Stadt Jena ja auch schon erlebt. Nur in Lobeda konnten wir das aus verschiedensten Gründen nicht immer tun. Genauso mit den Garagen. Ich akzeptiere wirklich, und da blutet mir oder würde mir auch das Herz bluten, wenn nach so vielen Jahren, 50 Jahre, dann die Garagen nicht mehr da sind oder, wie gesagt, eben weg sollen.
Ich kann auch in meiner Funktion als Beiratsvorsitzender sagen, es gibt auch für die Garagenbesitzer keine Einbuße. Jener Wohn übernimmt alle Kosten des Abrisses. Nicht einen Pfennig muss jeder bezahlen, der die Garage dort nicht mehr zur Verfügung stehen hat. Und das sollte man auch mal sagen, das kann sich auch nicht jede Wohnungsgesellschaft leisten. Da wird eben dann auch anders argumentiert. Es sind ganz viele Gespräche mit den Garagenbesitzern gesprochen worden. Und wir haben auch in der näheren Umgebung über diesen Neubauplatz haben wir ca. 80 bis 100, nageln Sie mich nicht fest, noch Garagenplätze in Tiefgaragen, die nicht genutzt werden. Aus irgendwelchen Gründen, manches ist es zu teuer, manches ist der Weg zu weit oder wie auch immer. Aber wem sein Auto heilig ist, da läuft er 200 Meter möglicherweise, um dann im Winter sein Auto ohne Hagel, ohne Schnee und ohne alles nicht unbedingt vor der Türe zu haben und dann kratzen zu müssen. Wir werden diese ganzen Ratschläge aufnehmen und seien Sie gewiss, der Ortsrat wird da sehr darauf achten, weiterhin in diesem positiven Gespräch zu bleiben mit Jena Wohnen, auch mit den Mieterinnen und Mietern und mit den Bürgerinitiativen. Und Ihnen allen in den Fraktionen ist ja ein Schreiben zugegangen von einer Rechtsanwaltskanzlei, die eine Wohnungsgesellschaft dort, die ansässige, und da macht man ja kein Geheimnis dran, die WG Lobeda West EG, und die waren bei dieser Jury-Auszeichnung damals diejenigen, die sich gefreut haben, die haben gesagt, jawohl, das ist prima, das ist ein guter Einstieg in ein vollkommen neues Wohnen. Und deswegen muss man das jetzt vielleicht mal dahingehend bewerten, dass man sich mit den Kolleginnen und Kollegen noch ein bisschen unterhält. Am 5.9. wird es dann eine weitere und dann nach der Auslegung Bürgerversammlung geben, die dann nicht als Ortsbeirat stattfindet, sondern, jetzt gucke ich mal den Oberbürgermeister an, sondern unter den Zeichen der Verwaltung. Und ich würde mich freuen, wenn an diesem Tag mit einem dementsprechenden Ergebnis diese Sitzung vom OB geleitet wird. Dann wollte immer wieder mal nach Lobeda kommen, und vor allen Dingen dann, wenn was Wirkliches passiert. Und ich denke, da können wir ihn mal beim Wort nehmen. Nein, das ist ernst gemeint. Ich denke, jeder Oberbürgermeister ist auch, ich sage mal, stolz, wenn dort hier was Neues passiert und nicht nur in Lobeda, aber da insbesondere ist. Ja, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich bitte einfach darum, dem Beschluss heute zuzustimmen. Es ist der erste Weg, der erste Anfang, wo zwei Monate lang die Bürgerinnen und Bürger Zeit haben, sich zu artikulieren, Anregungen, Tipps und vieles, vieles andere zu geben. Und wir werden dann, wenn es dann in die entscheidende Bauphase geht, darüber zu entscheiden haben, wie es weitergeht. Aber ich denke, der Stadtteil hat es verdient und die Stadt Jena hat es verdient und die Bürgerinnen und Bürger, die zukünftig dann auch mal als junge Leute oder unsere Kinder, Enkel oder wie auch immer in diesem Stadtteil wohnen, werden sagen, Mensch, da hat ein Stadtrat im Jahr 2023 Gutes getan und ich kann das meinen Kindern mal erzählen. Vielen, vielen Dank. Das Wort hat nun Herr Gliesing. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, der Ortsteilbürgermeister hat das schon auch ganz gut auf den Punkt gebracht. Grundsätzlich begrüßen auch wir die Schaffung von Wohnquartieren. Uns allen ist ja bewusst, welche hohe Bedeutung auch Wohnraum auch für die weitere Entwicklung von Jena hat. Und wir werden auch der Auslegung zustimmen, denn gerade die Auslegung ist ja nochmal eine Chance, auch Anmerkungen in der Stadtverwaltung zu machen. Ja, es gab und gibt sicherlich auch unsererseits noch kritische Fragen hinsichtlich des Klima- und Umweltschutzes sowie der sozialen Faktoren bei den Mietverhältnissen. Im vorliegenden Planentwurf wird diesen Fragen weitgehend Rechnung getragen. Das muss man feststellen. Wir hoffen und werden sehr genau hinsehen, dass bei der Durchführung dann eben auch keine Abstriche mehr gemacht werden von dem Planungsentwurf. Und ja, auch wenn 20% Sozialwohnungsanteil vorgesehen sind, bleibt natürlich noch zu hoffen oder noch offen, ob und inwieweit der Wohnungsbestand dann darüber hinaus auch trotzdem bezahlbar bleibt. Gerade weil es in Jena, auch in Lobeda, natürlich auch großen Bedarf nach Familiengründung gibt, sich zu vergrößern, hoffen wir, dass dann natürlich auch eine Umquartierung innerhalb Lobedas passieren kann. Ja, auch der Punkt Dachbegrünung. Unser Ministerpräsident war ja auch ganz begeistert von einer Firma in Jena, die Dachbegrünung hat. Das konnten wir jetzt auch erfahren, die auch wirklich nochmal einen kühlenden Faktor darstellt und beziehungsweise dann auch gerade in diesem naturnahen Bereich dort sehr wichtig ist und uns auch zugesichert wurde, dass das kommt. Auch wir waren bei Besichtigungen mit Bürgern vor Ort. Wir haben uns das auch angeguckt. Wir haben auch dafür gesorgt zusammen mit anderen Fraktionskollegen dieses Thema in den Klimaschutzbeirat gebracht. Das Thema Wäldchen an sich. Also es sollen ja
ein weitgehender Erhalt der bewaldeten Grünflächen auch geschehen im südlichen Bereich, im nördlichen Bereich meine ich. Und gerade dieser besondere Schutz dieser verbleibenden Flächen muss wirklich Priorität haben. Denn wir haben dort eben auch gerade zwischen Saale, Ufer und dann Lobdeburg sozusagen so ein Zwischenbiotop, hätte ich jetzt beinahe gesagt, oder naturnahen Bereich, wo sich natürlich Tiere etc., Vögel etc. niederlassen. Hinweise von Anwohnern und dem NABU müssen und wurden auch ernst genommen. Wir können das in Anlage 1 ja auch sehr gut nachvollziehen. Die Anmerkungen zum Artenschutz wurden teilweise übernommen oder auch, und auch begutachtet, gerade auch was zum Fledermausbestand ausgeführt worden ist. Die Schonung in der Sommerquartiere sozusagen bei der Ausführung der Arbeiten, minimale Beleuchtung entlang des westlichen Weges an Gebäuden und Großgehölzen der Umgebung sind Ersatzquartiere zu schaffen. Das sind alles wichtige Punkte, die auch diesem Faktor Rechnung tragen. Ja, und insbesondere die Stellungnahme des NABU zum Vorentwurf enthielt auch wichtige Hinweise zur Schonung des Bachlaufs. Das war auch immer ein ganz wichtiges Thema in den Gesprächen vor Ort und westlich der Bebauung sowie des Waldbestandes. Zugesagt wird dann eben auch dort eine Bepflanzung, die anthropogene Eintragung in das Gewässer eben auch verhindern soll. Es gibt dort einen Schutzstreifen, der auch bepflanzt wird. Also von daher hat man dort schon sehr genau hingeguckt. Und klar, am Ende bleibt natürlich auch trotz der Ausgleichsmaßnahmen, die überwiegend am Standort erfolgen sollen, immer noch eine Abwägung zwischen Klima- und Umweltschutz sowie der Schaffung von Wohnflächen. Und wir haben das ja auch schon gerade gehört, die hohe Bedeutung für jenerer Familien dort auch etwas vorzufinden, hat hier wirklich Berechtigung. Wünschenswert wäre sicherlich auch noch mal zu gucken, ob die Parkflächen dann auch nur teilversiegelt werden. Das Thema Versiegelung treibt uns ja immer wieder um. Und Herr Gerlitz hat es ausgeführt, das war ja auch am Rande der Ortsteilrats- oder der Information zur Ortsteilratssitzung Gespräch, diese Verkehrssituation in der Rennerstraße insgesamt auf den Prüfstand zu stellen. Das ist auch sehr begrüßenswert, dass man sich dort bewegt. Ja, im Ortsteilrat haben wir, wie gesagt, auch unter Anteilnahme von vielen Bürgern viele Einwände gehört. Veränderungen im Lebensumfeld, die stoßen meistens auf grundsätzlichen Widerstand, das haben wir auch gerade schon gehört. Und trotzdem beleuchten sie aber auch berechtigte Sorgen. Und wir bitten einfach darum, alle Interessengruppen in Lobeda jetzt diese Auslegung nochmal zu nutzen, hier ihre Anmerkungen zum Planungsentwurf der Verwaltung bekannt zu geben und natürlich auch die Informationsveranstaltung der Stadt dann zu nutzen. Soweit von uns. Der nächste auf der Rednerliste ist Herr Täger, danach folgen Herr Volkmer und Herr Schenker. Herr Vorsitzender, Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir werden als FDP-Fraktion mit voller Überzeugung hier diesem Auslegungs- und Billigungsbeschluss für das neue Wohnbaugebiet Theobald-Renner-Straße hier zustimmen. Die Sitzungen, die in der Öffentlichkeit stattfanden, insbesondere die Ortsteilratssitzung, die war ja recht turbulent. Ich war persönlich nicht anwesend, aber es hat ja ein interessantes Abstimmungsergebnis gegeben, was vielleicht ein bisschen die Situation der Ortsteilratsmitglieder widerspiegelt. Der Ortsteilrat hat ja diese Vorlage mit 2 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen, ich betone damit, so skurril das ist, einstimmig zugestimmt. Und ich glaube, bei dem Abstimmungsverhalten kommt zum Ausdruck, ups, ein delikates Thema, aber verhindern möchte ich das als Ortsteilrat nicht. Und zu den 2, die ja dazu zugestimmt haben, gehört ja auch unter anderem der Ortsteilbürgermeister selbst. Und das ist auch richtig so. Und weil ansonsten das im öffentlichen Raum diese Vorlage nicht so zum Tragen gekommen ist, möchte ich ein paar Punkte dazu sagen. Wenn wir hier abstrakt darüber reden, dass wir einen hohen Wohnungsbedarf haben, dann nicken alle. Dann nicken fast alle. Und wenn dann ein Wohnungsbaukonzept vorgelegt wird, dann kommen schon die ersten Bedenken. Da nicht bauen, Jenzigfuß. Bebauungspläne aus der Zwischenkriegszeit, ja, da bitte nichts verändern. Wenn dann ein konkretes Vorhaben, wie dieses das erste Mal vorgestellt wird, das war im Herbst 2020
Und dann sieht man alle noch die schönen Bildchen, dann sagen alle, das ist aber ein ganz toller Vorschlag, den Jena Wohnen da macht, das müssen wir unbedingt machen. Und dann, und das ist fast immer so, kommt nach dem Aufstellungsbeschluss irgendwann mal der Auslegungsbeschluss. Und spätestens da sind dann die Bedenken massiv. Unter denen, die dann in der Sitzung dabei sind, ist natürlich nie einer derjenigen, der da später mal einziehen wird. Das weiß derjenige ja nicht, sondern alle die, die ein Problem mit der Veränderung haben. Da gibt es verständliche Probleme. Die verkehrliche Erschließung, wenn man heute auf die Karl-Marx-Straße fährt, das kann oder da reinfahren muss in das Gebiet, das kann schon mal eng werden, weil es ja de facto auch die Erschließungsstraße ist für die Schulen sozusagen von hinten herum. Ich verstehe auch, dass die Garagenbesitzer natürlich ihre Garage gerne behalten wollen, wenn sie die als Garage nutzen. Und ich finde es deswegen auch gut und richtig, dass dort ein Alternativangebot gemacht wird. Es ist auch richtig, dass man schutzwürdiges Grün dort erhält und auch durch die Art, wie das bebaut wird, nach Möglichkeit schützt. Auch das ist richtig. Das betrifft alles, das Wie. Also beim Verkehr zum Beispiel, dass jetzt neuerdings, glaube ich, die Ampelregelung neu geschaltet worden ist, dass dann, wenn ein großes Verkehrsaufkommen ist, zurück auf die Karl-Marx-Straße, dass dann eine längere Grünphase dort entsteht. Aber das betrifft alles das Wie. Und ich denke, man sollte schon klar sagen, bei einem Auslegungsbeschluss geht es um das Wie. Es geht nicht mehr um das Ob. Ich sage ganz klar, ich will, dass da gebaut wird. Und es gibt viele Gründe dafür. Wir haben 150 Wohnungen, das ist mal ein Bauprojekt, das ein bisschen über das andere hinausragt. 150 Wohnungen, von denen mehr als die Hälfte 4-Raum- und 5-Raum-Wohnungen anbietet. Wo gibt es denn das? Da kann man sagen, das kann sich nicht jeder leisten. Aber wenn ich es nicht baue, ist die Situation noch schlechter. Also das muss man bauen, bin ich der Auffassung. Und ich höre nicht auf diejenigen, die all die Bedenken vortragen, um am Ende das Projekt zu verhindern. Da hatten wir auch hier schon die eine andere Stadtrats- oder Bürgeranfrage gehabt. Ich höre auf diejenigen, die sagen, ich möchte das und jenes verändern, damit das Projekt auf das Umfeld besser verträglich ist. Und das wollte ich an dieser Stelle mal klar sagen. Wir werden bestimmt noch mal Gelegenheit haben, zu dem einen oder anderen Bauprojekt etwas zu sagen. Ich finde, dass man an eine solche Sache, an eine solche Veränderung auch positiv herangehen muss. Es ist doch unstreitig, dass wir Wohnungen brauchen. Und deswegen sollten wir dem auch zustimmen und Bedenken ernst nehmen und dort, wo wir sie abstellen können, abstellen, aber sie nicht und keinesfalls als Begründung heranziehen, ein Projekt irgendwo in Frage zu stellen. Und ich hoffe und ich denke auch nach dem bisherigen Beratungsverlauf, dass wir hier weitestgehend einstimmig dieser Vorlage zustimmen. Dankeschön. Das Wort hat nun Herr Volkmer. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Thekel hat völlig recht. Mit Veränderungen haben tatsächlich manche Probleme. Aber in dem Fall denken wir auch, ist das eine positive Veränderung, die der Stadt bevorsteht. Ich selbst bin beruflich eigentlich jeden Tag in Lobeda und muss sagen, es tut dem Stadtteil auf jeden Fall gut, wenn dort Entwicklung und Veränderung auch stattfindet. Der Volker Blumentritt hat es ja auch ein Stück weit schon dargestellt. Natürlich trifft das manchmal auf Mentalitäten oder Menschen logischerweise, die sagen, ja, warum jetzt vor meiner Haustür? Und auch da gibt es ja Haustüren, die schon lange, wo lange Zeit dann ringsherum auch nichts passiert ist. Und das will man gern erhalten. Aber ich glaube, so wie das Projekt aufgebaut ist und so wie es Jena Wohnen auch jetzt weiterentwickelt hat in den letzten Monaten und auch verifiziert hat an vielen Stellen, muss man sagen, das ist eine ganz, ist ein ganz, ganz hervorragendes Projekt, weil es ja auch gerade sich an diesen Schulcampus dort gut anschmiegt, will ich mal sagen. Und wir brauchen dort auch Wohnraum, wo Familien einziehen. Und was uns besonders gut gefällt, ist, dass diese Wohnungen also komplett barrierefrei gestaltet sein werden. Das haben wir jetzt mehrfach schon erfahren aus Bürgerrückmeldungen. Es fehlt an barrierefreiem Wohnraum, auch für Familien mit Kindern, mit behinderten Kindern etc. Also das ist total positiv und wir sind sehr gespannt, wie jetzt die Rückmeldungen und Eingaben aus der Bevölkerung wirklich aussehen, was an dem Projekt noch weiterzuentwickeln und zu qualifizieren ist. Zweiter Punkt, sehr positiv ist das Bürgerbeteiligungsverfahren. Und ich glaube, das wird sich dann auch ein Stück weit jetzt einruckeln mit den Kritikpunkten, die es bisher gab oder den Vorbehalten, vielleicht auch Bedenken, dass sich da einiges einsortieren wird. Und ich glaube, an der Stelle
ist es auch nochmal wichtig zu sagen, es ist nicht nur toll, dass wir ein starkes Wohnungsbauunternehmen haben, sondern es ist auch wichtig, dass wir hier ein Wohnungsbauunternehmen in der Stadt haben, was zur Stadt gehört, was halt nicht privatisiert ist, was auch in der Lage ist, so ein umfangreiches Projekt so zu stemmen, dass wir dann auch dort schöne Häuser stehen haben. Weil das ist ja schon manchmal bei Neubauprojekten auch so eine Sache, dass man sieht, da wurde zwar jetzt kostenoptimiert gebaut, aber wollen wir das in 50 Jahren auch noch anschauen? Fragezeichen. Und das, was ich jetzt gesehen habe im Stadtentwicklungsausschuss, fand ich auch optisch und von der ganzen Anmutung eine hervorragende Entwicklung. Dritter Punkt, und das ist jetzt nicht unbedingt das Vortragen des Bedenkens, Herr Teger, aber es ist natürlich ein Punkt, der die Menschen bewegt, ist tatsächlich die Frage, wie geht es mit diesem Wald weiter. Ne? Die Bauordnung schreibt ganz klar vor, 30 Meter um Häuser herum darf es keinen Wald geben. Das ist völlig klar. Deswegen habe ich da auch im Stadtentwicklungsausschuss nachgefragt, was passiert dort. Es ist ja auch vorgesehen, dass da eine Ersatzpflanzung hinkommt, dass also eine andere Form von Nutzung stattfindet. Und ich würde, weil es jetzt ja auch noch mal einige Bürgeranfragen dazu gibt, den zuständigen Dezernenten doch noch mal bitten, vielleicht auch hier im Stadtrat 2, 3 Sätze dazu zu sagen. Oder wenn das jetzt so spontan nicht geht, vielleicht Herrn Wolfrum das Rederecht erteilen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, dass Sie noch mal ein bisschen hier auch in der Öffentlichkeit erklären, wie es mit diesem Kritikpunkt Rodung der Waldfläche an der Stelle um das Haus drumherum, um das letzte Haus, wie das damit weitergehen soll. Ansonsten Zustimmung der Grünen Fraktion zu diesem Projekt und wir werden das natürlich weiter so positiv begleiten. Danke. Der nächste ist Herr Schenker. Meine Damen und Herren, jetzt keine große Ausführung, eher eine Frage an Herrn Gerletz, auch eine unterstützende Frage. Ich habe mit großem Interesse gelesen, dass die Baubegleitung durch eine ökologische Bauüberwachung erfolgen soll. Ist das jetzt ein Terminus technicus? Ist das Standard? Sagen Sie was dazu, bitte. Das Wort hat nun Herr Stein. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Kollegen. Auch die CDU-Fraktion stimmt dem Projekt zu und vieles wurde gesagt. Ich will nur ein Argument ergänzen, was mich auch wirklich überzeugt, dem zuzustimmen. Wir wollen nicht um jeden Preis und überall bauen. Und die Landschaft muss berücksichtigt werden, auch die sozialen Belange, die Natur. Was mich ärgert, wenn wir Bauvorhaben haben, da standen ja heute auch einige auf der Tagesordnung, und es wird nicht gebaut. Wir weisen Bauland aus und aus irgendwelchen Gründen geht es nicht voran, seit Jahren. Und hier, und das überzeugt mich wirklich, weiß ich, wenn wir das beschließen und wir bringen dieses Planungsverfahren zu Ende, werden unmittelbar danach Wohnungen entstehen. Und das finde ich gut, das brauchen wir und deshalb stimmen wir diesem Vorhaben auch mit den Argumenten, die davor genannt werden, zu. Dankeschön. Der bislang letzte auf der Rednerliste ist Bürgermeister Gerlitz. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte gern kurz auf die Nachfragen eingehen und dann aber wirklich noch mal was ziemlich Grundsätzliches sagen. Zuerst zu dem Wald. Es ist nicht so, dass das Wäldchen von der Baumaßnahme selber tangiert wäre, aber es gibt einen Waldabstand von 30 Metern, der freizuhalten ist zur Bebauung. Und dieser 30-Meter-Streifen, der tangiert dann eben doch das Wäldchen. Und da kann man auch nicht einfach ihn entwidmen und sagen, naja, wir entwidmen ihn und die Bäume bleiben trotzdem stehen, sondern der muss dann tatsächlich verändert werden. Da soll es natürlich Ersatzpflanzungen geben, auch in größerer Anzahl. Das wird sehr grün werden, aber es kann in diesem Streifen eben kein Wald sein, den es heute per Definition und auch tatsächlich anzutreffen wirklich ist. Das hat auch uns einige Kraft gekostet, in dem Planverfahren dafür Lösungen zu
finden. Es muss auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen geben. Das heißt, wir müssen ökologische Verbesserungen in dem Wäldchen durchführen, bevor die Baumaßnahme überhaupt beginnen kann. Und diese vorgezogenen Maßnahmen starten aber bereits, um eben nicht ein weiteres Jahr, eine weitere Vegetationsphase zu verlieren. Mit der ökologischen Bauüberwachung, das ist natürlich etwas, was Jena Wohnen als kommunales Unternehmen sehr gern dort mit vorsieht, weil unabhängig von der Art und Weise, wie gebaut wird, kann man auch das Bauen selber durchaus sehr kosteneffizient oder auch nachhaltiger gestalten. Also tatsächlich, wie die Baustelle eingerichtet wird, wie dort mit Baumaterialien, Schadstoffen umgegangen wird. Und deswegen halte ich das für sehr begrüßenswert von Jena Wohnen. Ich möchte auch kurz noch das Ergebnis des Stadtentwicklungsausschusses Ihnen hier zur Kenntnis geben. Im Stadtentwicklungsausschuss gab es tatsächlich mit 10-0 eine einstimmige Unterstützung für dieses Vorhaben. Und ich hatte angekündigt, ich will auch noch etwas Grundsätzlicheres sagen. Und an dieser Stelle will ich tatsächlich den Bogen spannen zur Ortsteilratssitzung, wo aufgrund der wirklich heftigsten Kritik, ich würde das jetzt tatsächlich so formulieren, nur zwei Ortsteilräte sich getraut haben, dem Vorhaben zuzustimmen und sich der Rest enthalten hat. Wir sagen und unterstreichen hier immer, dass das ja berechtigte Interessen sind, die berücksichtigt werden müssen. Und das stimmt auch ein Stück weit. Aber es sind am Ende auch Interessen, die bei ihrer Berücksichtigung dazu führen würden, dass dieses Vorhaben dort nicht realisiert werden kann. Wenn mein Interesse, wenn mein Problem daran ist, dass ich eben bisher dort ins Grüne geblickt habe und zukünftig auf ein Haus blicken werde, dann ist das nicht wegzudiskutieren. Dann ist das auch nicht mit einem guten Planverfahren oder mehr Bürgerbeteiligung wegzudiskutieren, sondern das ist einfach ein materieller Verlust, der für die Bewohner dort entsteht. Und in den Gremien im Stadtentwicklungsausschuss und auch hier im Stadtrat in der Debatte habe ich eben eine große Gesamtverantwortung wahrgenommen für die Stadt Jena, eine Gesamtverantwortung, der sich auch die Stadtverwaltung immer stellen muss, aber die für den einzelnen Anwohner eben im Zweifelsfall nicht gilt. Und das sind wirklich schwierige Verfahren. Das sind wirklich schwierige Verfahren. Ich bin da dem Ortsteilbürgermeister auch immer noch sehr dankbar, dass er da gut durchmoderiert hat und versucht hat, auch die Wogen immer wieder zu glätten. Aber da gab es Situationen, wo sich ein Bürger für das Vorhaben ausgesprochen hat und dann eben, würde ich jetzt mal sagen, diffamiert wurde. Von wegen, da ist doch Geld im Spiel, wenn man kann sich doch hier nicht dafür aussprechen. Das sind wirklich ganz, ganz schwierige Diskussionen. Und wenn wir das als Anliegen teilen, dass wir Wohnungsbau in Jena brauchen und vor allen Dingen gerade solche Wohnformen in Jena brauchen, 0,6% Leerstandsquote, ja, wir brauchen Wohnungsbau, ja, wir brauchen Sozialwohnungsbau, ja, wir brauchen große Wohnungen, ja, wir brauchen eine Erneuerung, lobe das. Wenn wir uns einig sind, dass wir solche Bauvorhaben brauchen, dann lade ich Sie tatsächlich ganz herzlich ein, auch in solche Informationsveranstaltungen, solche Ortsratssitzungen, sich auch als Stadträte einzubringen und mit den Bürgern darüber zu sprechen, dass sie ihre Anliegen ernst nehmen, aber es auf der anderen Seite eben auch übergeordnete städtische Interessen gibt, die dazu führen, dass sie am Ende hier anders abstimmen werden. Ganz herzlichen Dank. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wir müssen an dieser Stelle auszählen. Deswegen frage ich Sie jetzt bitte ich Sie jetzt um Ihr Handzeichen, wenn Sie dieser Beschlussvorlage zustimmen. Das sind 42 Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Gibt es Enthaltungen? Auch keine. Damit ist dieser Beschluss mit 42 Ja-Stimmen einstimmig gefasst. Dann kommen wir jetzt zum Tagesordnungspunkt 9. Beschlussvorlage Oberbürgermeister, Änderung der Optionsförderung des Mittendrin e.V. 2022 bis 2025 für das Projekt Tinker Jena Winzerla. Wünscht der Einreicher das Wort.
Ja, jetzt an den Herz später. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist gewissermaßen eine sehr einfache Beschlussvorlage, die nur die Korrektur eines Fehlers bei einer Beantragung korrigiert. Der Mittendrin e.V. hat Fördermittel beim Land beantragt und sich dabei verrechnet. Und dann stand das Verhältnis der Eigenmittel der Stadt, die da mit zu leisten waren, in einem falschen Verhältnis. Also es waren zu wenig Eigenmittel. Wir haben einen höheren Anteil an Eigenmitteln sowieso schon geplant. Und insofern ist das eigentlich auch nicht das Problem. Wir brauchen nur einen Stadtratsbeschluss dazu, weil das als rechtliche Voraussetzung von der GFAW, der beauftragten Organisation des Thüringer Sozialministeriums, gefordert wird, sozusagen als rechtlich bindende Rahmenbedingungen dafür. Es handelt sich hierbei um den Mittendrin e.V. Der Verein betreibt in Winzerlaa das Stadtteilbüro und leistet eine ausgezeichnete Arbeit, die gerade für diesen Stadtteil sehr wichtig ist in Bezug auf Beratung, auf niederschwellige Angebote, auf Vernetzung und auf Förderung des Zusammenlebens. Also sie ermöglichen dem Verein mit einer dann gesicherten Finanzierung ein gutes Weiterarbeiten an dieser Stelle. Vielen Dank. Es gibt eine weitere Wortmeldung von Herrn Gebhardt. Herr Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will es kurz machen. Ich will Sie einfach bitten, der Beschlussvorlage des Oberbürgermeisters an dieser Stelle wirklich zuzustimmen. Wenn das nämlich nicht der Fall wäre, dann muss ich Ihnen sagen, würden die beiden Kolleginnen, die in diesem Projekt drinne stecken, pro Woche 10 Stunden ihre Arbeitszeit reduziert bekommen. Und dann würde das, was Sie an Leistungen erbringen, gerade Beratung und die Gemeinwesenarbeit bei uns in Winzerlaa, wirklich drunter leiden. Und deswegen mein Wunsch, stimmen Sie zu. Vielen Dank. Das Wort hat nun Frau Flemmig-Winkler. Herr Oberbürgermeister, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Sozialausschuss empfiehlt ebenfalls die Annahme dieser Beschlussvorlage. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das kann ich nicht erkennen. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer der Beschlussvorlage zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gibt es Gegenstimmen? Das sehe ich nicht. Gibt es Enthaltungen? Mehrere, damit ist diese Beschlussvorlage mit großer Mehrheit bestätigt. Dann kommen wir jetzt zu den gemeinsam aufzurufenden Tagesordnungspunkten 10, 24 und 27, nämlich im Top 10 die Beschlussvorlage Oberbürgermeister Maßnahmen zum Einwohnerantrag des Bündnisses nicht mit uns. Den Tagesordnungspunkt 24 der Beschlussvorlage Fraktion Die Linke Veränderung der Nahverkehrstarife. Und der Beschlussvorlage im Punkt 27, Beschlussvorlage Fraktionen SPD und Bündnis 90 Die Grünen, Deutschland-Ticket auch für Jena-Bonusinhaber. Dazu ist anwesend beim Top 10 Herr Lorenz Krischek, die Vertrauensperson des Bündnisses nicht mit uns, der hier auch sein Rederecht wahrnehmen möchte. Und mir wurde signalisiert, dass auch die stellvertretende Vertrauensperson Frau Schindler anwesend sein wird. Zur Vorlage im Top 10 liegen Ihnen vor der Ergänzungsantrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90 Die Grünen vom 21. Juni, der Ergänzungsantrag 1 der Fraktion Die Linke vom 10. Mai, der Ergänzungsantrag 2 der Fraktion Die Linke vom 22. Juni und ein Ergänzungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vom 28. April. Im Top 24, Beschlussvorlage Fraktion Die Linke, liegt Ihnen vor ein Austauschblatt des Einreichers vom heutigen 28.06. als Tischvorlage und im Punkt 27 ein Austauschblatt der Einreicher vom 21. Juni. Wünschen die Einreicher das Wort. Herr Bürgermeister Gerlitz, bitte. Ja.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass wir heute hier auch in die Beratung und hoffentlich auch in die Abstimmung zu dieser Vorlage zum Einwohnerantrag kommen. Ich hatte in den beiden vorherigen Sitzungen schon darauf hingewiesen, dass es eigentlich Fristen dafür gibt, die wir schon deutlich gerissen haben. Das Anliegen des Einwohnerantrages ist Ihnen inhaltlich ja wohl bekannt. Wir haben ja, oder die Antragsteller haben ja hier vor einiger Zeit die Möglichkeit gehabt, ihr Anliegen persönlich vorzustellen und das dann auch nach der Verweisung in die Ausschüsse dort vorzustellen und diskutieren zu können. Aus diesem Einwohnerantrag resultiert aber keine Notwendigkeit oder Verpflichtung der Verwaltung oder des Stadtrates selber, dieser inhaltlich zu folgen. Der Stadtrat hat sehr wohl das Recht, nach einer Diskussion das Anliegen des Einwohnerantrages auch zurückzuweisen oder teilweise oder in geänderter Form zu bestätigen. Er muss sich bloß mit der Sache beschäftigen und muss dazu eben einen Beschluss fassen. Das kann im Zweifelsfall auch eine Ablehnung sein. Wir haben mit der vorliegenden Beschlussvorlage als Verwaltung den Versuch unternommen, die Diskussion aus dem Stadtrat und aus den Ausschüssen, die inhaltliche Diskussion aufzunehmen und Ihnen einen Beschlussvorschlag vorzulegen, der eben der mehrheitlichen Intention in den Ausschussberatungen entspricht. Mit der höheren Anzahl an Änderungsanträgen ist uns das ganz offensichtlich nicht optimal gelungen. Deswegen ist es an der Stelle auch Ihr gutes Recht, mit Änderungsantrag den Willen des Stadtrates hier kundzutun, dem Einwohnerantrag erweitert oder in veränderter Form zu folgen. Die Beschlusspunkte, auf die Beschlüsse will ich auch ganz kurz eingehen. Der erste Beschlusspunkt ist etwas, was wir in ähnlicher Form auch schon hier im Stadtrat bereits einmal beschlossen haben, nämlich, dass wir als Stadt Jena darauf drängen und das auch von unserem städtischen Wohnungs-, von der städtischen Wohnungsgesellschaft erwarten und auch von der städtischen Versorgungsunternehmen, dass in Zeiten der Energiekrise eben keiner aufgrund der unverschuldeten Situation mit Energiesperren belegt wird oder wohnungslos wird. Das ist ein Ansinnen, wo ich auch sehr dankbar bin, dass den auch die Thüringer Landesregierung und der Verband der Thüringer Wohnungswirtschaft und andere auch unterstützt haben. Und ich denke wohl, dass wir durch die Akutphase dieser Energiekrise mit wirklich explodierenden Preisen doch am Ende ziemlich gut durchgekommen sind. Ich habe das hier schon mal vorgestellt. Es gab Energiesperren, aber in sehr, sehr geringer Anzahl und auch in einer ähnlichen Anzahl, wie sie auch in den Jahren davor stattgefunden haben, ohne Energiekrise. Das ist ein sicheres Zeichen, dass unsere Beratungs- und Unterstützungsangebote an dieser Stelle gut funktioniert haben. Und ich will ein weiteres Mal auch unterstreichen, die für ihre Energiepolitik ja gerade vielerorts gescholtene Bundesregierung hat mit ihrer Energiepreisbremse eben auch ganz zentral zu einer Stabilisierung beigetragen. Sie hat auf einen Schlag den Markt beruhigt. Es hat auf einen Schlag für die Verbraucher Sicherheit gegeben und es hat auf einen Schlag dafür gesorgt, dass auch unsere Stadtwerke, nicht nur unsere Stadtwerke, sondern die Stadtwerke bundesweit in ruhiges Fahrwasser gekommen sind, weil auf einen Schlag eben der Druck zu den Billigheimern, die sich in der Energiekrise schnell vom Acker gemacht haben und versucht haben, so schnell wie möglich ihre Kunden loszuwerden und die jetzt schon wieder dabei sind, mit Billigpreisen und Kunden zu werben, dass der Zulauf zu denen eben deutlich, deutlich geringer ist, weil es die gedeckelten Preise der Energiepreisbremse gibt. Von daher will ich das an dieser Stelle nochmal unterstreichen. Wir hören immer viel Geschimpfe über die Bundesregierung, aber in dieser Krisensituation hat es ganz offensichtlich ein Instrument genutzt, was
geholfen hat. Der zweite Bereich, um den es in den Diskussionen immer wieder ging, das ist eben der Mobilitätsbereich gewesen. Hier haben wir nur eines der Anliegen übernommen, ein zweites nicht, und das möchte ich auch hier kurz ausführen. Was wir übernommen haben, ist, dass wir die Forderung aufgenommen haben, dass sich die Stadt Jena bei der Thüringer Landesregierung dafür einsetzen soll, dass es auch für das Deutschlandticket eine soziale Staffelung gibt, dass es rabattierte Tickets gibt. Und da geht es ganz explizit eben nicht nur um in Richtung Jena Bonus, um Tickets für möglicherweise sozial Benachteiligte, die subventioniert werden sollen, sondern da geht es ganz dezidiert eben auch um Deutschlandtickets für Kinder und Jugendliche. Ich habe das schon mehr als einmal hier gesagt. Ich halte es wirklich für unverzeihlich und ein Geburtsfehler des Deutschlandtickets, dass es keine Rabattierung für Kinder und Jugendliche vorsieht. Wir beschweren uns zu Recht, wie ich finde, schon regelmäßig darüber, dass es im ÖPNV und im SPNV nur eine Rabattierung von 25% für Kinder und Jugendliche gibt. Wir sehen, dass es im Fernverkehr eine kostenlose Mitnahmemöglichkeit von Kindern gibt, auch viel weitreichender. Und beim Deutschlandticket gibt es gar keine Rabattierung für Kinder und Jugendliche. Und das ist ja dann, schön und gut, wenn man es schafft, noch das Deutschlandticket mit steuerlichen Anreizen zu verbilligen und es ist dann effektiv nur 35 € kostet. Aber wenn dann die drei Deutschlandtickets für die drei Kinder 147 € kosten, da ist offensichtlich etwas falsch gelaufen in dem Gesetzgebungsverfahren. Was klar ist, ist, dass, wenn das jetzt auf Landesebene nachgeholt wird, das mit einem erheblichen finanziellen Zuschussbedarf verbunden ist. Deswegen ist das auch nachvollziehbar, dass da der Freistaat hadert. Und deshalb haben wir hier auch ganz dezidiert vorgesehen, dass es auch einen adäquaten Anteil der Kommunen daran geben soll. Das ist nicht so, dass wir hier mit dem Finger auf den Freistaat zeigen und nur sagen, Freistaat, mach einmal, sondern wir sehen ganz klar auch die Kommune hier in der Verantwortung, in einer Kofinanzierung für sozial ermäßigte Tickets oder aus sozialen Gründen ermäßigte Tickets für das Deutschlandticket zu sorgen. Was wir nicht übernommen haben, womit sich diverse Änderungsanträge beschäftigen, das ist das Kurzstreckenticket. Und dazu, wir wissen, dass das auch ein beim Teil der Stadträte lang gehegter Wunsch ist. Dazu gibt es eben nicht nur die Bedenken, die ja dann in Änderungsanträgen aufgenommen werden, nämlich dass ein Kurzstreckenticket eben an der Stelle diskutiert und eingeführt werden muss, wo Tarifangebote für einen Großteil Thüringens beraten und entschieden werden, nämlich dem VMT, sondern es gibt einen zweiten Aspekt, warum wir das nicht übernommen haben. Und es ist auch ein Aspekt, der auch an vieler Stelle im VMT geteilt wird. Und das ist tatsächlich ein sozialpolitischer Aspekt. Es gibt denklogisch nur zwei Optionen für die Einführung eines Kurzstreckentickets. Die eine Option ist, sie wird einnahmeneutral aufgebaut. Das heißt, wenn ich ein Kurzstreckenticket einführe, was preiswerter ist als das bisherige, als bisherige Einzelfahrt, dann erhöhe ich die Preise der bisherigen Einzelfahrt. Das halten wir als Verwaltung für falsch, insbesondere in Bezug auf die Großwohngebiete. Die zweite denklogische Möglichkeit ist, ich führe ein Kurzstreckenticket additiv ein und nehme die Einnahmeverluste dafür hin. Da wissen wir, wie schwierig das um die finanzielle Situation des Jena Nahverkehrs bestellt ist, aber völlig unabhängig, auch wenn das keine Rolle spielen würde. Das ist die zweite Option. Wir nehmen damit weniger Einnahmen in Kauf. Und da sagen wir als Verwaltung, wenn wir weniger Einnahmen in Kauf nehmen, dann sollten wir das an einer anderen Stelle tun, nämlich beispielsweise für eine erweiterte Ermäßigung für Kinder und Jugendliche und nicht für ein Kurzstreckenticket, was aus Sicht des Umweltverbundes eben regelmäßig in Konkurrenz steht zum Zu-Fuß-Gehen. Und
tatsächlich wenig sozialen Mehrwert bietet. Das heißt, man kann mit dem Euro-Einnahmeverlust an anderer Stelle besser tun. So ist zumindest unsere Überzeugung. Deswegen haben wir das hier auch nicht mit aufgenommen. Wenn es mit Änderungsantrag beschlossen werden sollte, sind wir selbstverständlich, und da stehe ich auch im Wort, werden wir das verfolgen. Wir werden im VMT die Diskussionen wieder anstoßen. Man sollte das auch neu untersuchen. Vielleicht gibt es ja heute andere Preiselastizitäten als bei der letzten Untersuchung dazu. Vielleicht ist es ja heute so, dass es, wir haben heute neue Tarifwelten, es gibt ein Deutschlandticket, vielleicht ist es so, dass man dazu damit zusätzliche Fahrgäste gewinnen kann, ohne Einnahmen zu verlieren. Damals war es nicht so. Möglicherweise ist das wird anders, deswegen kann man das nochmal untersuchen, aber wir hatten tatsächlich inhaltliche Gründe, warum wir diesen Punkt bisher nicht in die Beschlussvorlage aufgenommen haben. Ich würde jetzt zunächst noch die weiteren Einreicher mit um ihre Redebeiträge bitten, und dann würde ich nach Frau Dr. Franz Herrn Grischek einordnen für das Bündnis Nicht mit uns. Nächste Rednerin ist Frau Dr. Jonscher. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Fraktion Die Linke bedankt sich ausdrücklich bei den Initiatorinnen und Initiatoren des Bündnisses Nicht mit uns für ihr Engagement. Wir unterstützen die Forderung des Bündnisses Nicht mit uns. Der Verzicht auf Energiesperren und das Verhindern von Zwangsräumungen sind auch für uns wichtige Anliegen, genauso wie die Möglichkeit einer Mobilität für alle Menschen unabhängig vom Einkommen. Die Antwort der Stadtverwaltung auf den Einwohnerantrag kann daher nur als unzureichend eingeschätzt werden. Anstelle einer Umsetzung steht ein Sich-Einsetzen für, wie es heißt, einzelfallbezogene Lösungen. Mehr will die Stadt nicht tun und kann es zum Teil auch nicht, weil Jena Wohnen GmbH und die Stadtwerke sind halt nur begrenzt kommunale Unternehmen, und ebenso begrenzt ist der Einfluss auch der Stadt und der Stadträtinnen und Stadträte auf diese. Das gilt auch für die Tarife im Nahverkehr. Die Linke fordert seit vielen Jahren die Einführung des Kurzstreckentickets in Jena, bisher ohne Erfolg, und das Konstrukt des VMT macht die Sache nicht einfacher. Die Stadt befürchtet Einnahmeverluste. Wie beweisen kann sie es nicht? Ich würde sagen, natürlich wird der Nahverkehr auch attraktiver, wenn es ein Kurzstreckenticket betrifft. Also man weiß nicht, ob es tatsächlich Einnahmeverluste gibt. Dazu haben wir ja einen eigenen Antrag, und dazu komme ich auch noch später. Wir unterstützen aber auf jeden Fall den Änderungsergänzungsantrag der Fraktion Die Grünen und der SPD. Ein jener Bonus-Monatskarte von für 20 oder Deutschlandticket für 30 Euro, so wie es gefördert wird, wären eine echte Alternative für Menschen mit geringem Einkommen, mobil zu sein. Die Stadt meint, wie es in der Begründung heißt, Mobilität sollte möglichst unabhängig von finanziellen Ressourcen sein, aber eben im Rahmen der Möglichkeiten der Stadt. Daher begrüßen wir natürlich den Vorschlag der SPD-Fraktion zur Einführung eines ermäßigten Deutschland-Tickets für 34 Euro. Jena steht damit natürlich nicht allein. Erfurt beispielsweise zahlt einen Zuschuss von 30 Euro, was aber ein kompliziertes Verfahren ist. Im NRW soll das Deutschland-Ticket für Sozialleistungsberechtigte 39 Euro kosten, in Hessen 31, in Bremen 25 Euro, in Hamburg und Nürnberg sogar nur 19 Euro, soweit die Information aus dem Internet. Das heißt, Jena reiht sich ein in zahlreiche andere Städte, und das ist gut so. Allerdings erwarten Sie jetzt von mir keine Begeisterung. Ich bin seit vielen Jahren im Stadtrat, und ich habe im Laufe der Zeit erlebt, wie die Zuschüsse für die Einzelfahrkarten und auch für die Monatskarten immer weiter gekürzt wurden. Wir hatten vor 10 Jahren noch eine Ermäßigung von 50%, dann waren es nur 25%, und wenn man jetzt mal rechnet, sind es ungefähr 22%, und die Stadt stellt immer weniger Geld bereit. So betrug der Haushaltsansatz im Doppelhaushalt 2015-16 noch 327.500 Euro.
Im Jahr 2020, als wir über das Haushaltssicherungskonzept diskutiert waren, gab es den Antrag der Stadtverwaltung, das Ticket ganz zu streichen, und es wurde von einem Einsparpotenzial von 150.000 gesprochen. Soweit ist also der Zuschuss verringert worden, und so soll er jetzt auch bleiben. Alle unsere Anträge, die Zuschüsse nicht zu kürzen oder auch stärker wieder zu stärken, wurden abgelehnt, und das waren nicht ganz wenige. Dafür gibt es für uns natürlich trotzdem Zustimmung, aber wie gesagt, keine Begeisterung. Diese Vorlage hatte ja eine gewisse Dynamik, seit es das den Vorschlag der SPD-Fraktion gibt. Und so wurde zuletzt im Finanzausschuss gestern darüber diskutiert. Und so wie das mir mitgeteilt wurde, hat der Jenaer Nahverkehr verkündet, dass er sich für das Deutschlandticket einsetzen wird, dass es aber das normale Monatsticket für Jena-Bonusinhaber weitergeben wird, weil es ja einen Haustarif gibt. Und dieses soll weiterhin 55 Euro kosten. Und das ergibt natürlich keinen Sinn, wenn ein Deutschlandticket 34 Euro kostet und ein Ticket für die Stadt Jena 55. Deswegen schlagen wir ihn vor, oder unsere Forderung ist es, einen entsprechenden Änderungsantrag zu stellen, nämlich nach der Einführung des ermäßigten Deutschlandtickets, dass die Jena-Bonuskarte, die bisherige, die es jetzt im Angebot gibt, dass diese nur 30 Euro kostet. Das heißt, wenn jetzt für Menschen, die zum Beispiel kein Abo abschließen können, aus welchen Gründen auch immer, andere Probleme haben und das Ticket nur für Jena nutzen wollen, dass die die Möglichkeit haben, zumindest ein Ticket zu kaufen, was etwas weniger kostet als das ermäßigte Deutschland-Ticket. Ich habe diesen Vorschlag an alle Fraktionen schon verteilt, weil er, wie gesagt, erst sehr spät gekommen ist. Die Sitzung war ja erst gestern, und bitte deshalb herzlich um Ihre Zustimmung. Wir haben diesen Antrag ja, dass das Jena Bundesticket 30 Euro kosten soll, zweimal eingereicht. Einmal als Ergänzungsantrag für den Einwohnerantrag und einmal im separaten Antrag. Die sind ja deckungsgleich. Wir würden also unseren Antrag, der Ihnen jetzt vorliegt, hier beim Einwohnerantrag als Änderungsantrag, Ergänzungsantrag stellen und würden dafür den Punkt 2 unseres Antrags Veränderung Nahverkehrstarife zurückziehen und auch den Punkt 003 und würden aber natürlich den Punkt 001, wo es ums Kurzstreckenticket geht, beibehalten, weil natürlich wir einen anderen Ansatz haben als die Anträge der SPD und Bündnis 90 Die Grünen. Wir wollen direkt mit dem Nahverkehr verhandeln und ihn fragen, ob er Möglichkeit sieht, aus seinen eigenen Mitteln ein solches Kurzstreckentarifticket zu finanzieren. So, ich hoffe, ich habe jetzt alles in diesem komplexen Thema behandelt. Vielen Dank und bitte um Zustimmung. Also Frau Dr. Jonschott, es wurde doch ein bisschen unklarer am Ende, was jetzt noch aufrechterhalten wird. Ich habe verstanden, im Punkt 24 bleibt nur noch der 001 aufrechterhalten, unabhängig von dem Änderungsantrag der Linken zum Einwohnerantrag im Top 10. Nächster Redner ist nun Herr Dr. Vize. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Damen und Herren, zuerst möchte ich mich auch tatsächlich bei den Initiatoren des Einwohnerantrags bedanken, die hier sozusagen erstmal den Impuls gesetzt haben. Ich möchte mich aber gleichzeitig bei der Stadtverwaltung bedanken, die ja auf die Probleme zum Wohnungs- und Energiemarkt eingegangen ist und die, glaube ich, auch hinreichend, also da die Angst rausgenommen hat. Allerdings haben wir uns tatsächlich den Forderungen zur Mobilität angenommen und haben da einige Ergänzungen parat. Also das Kurzstreckenticket ist ja tatsächlich ein Ticket, das ich immer wieder in, ich sag mal, Bürgerinnengesprächen höre. Bürgerinnengesprächen deswegen, weil es oft die älteren Damen sind, die jetzt nicht mehr den Hang hochlaufen können oder von Lobeda West nach Lobeda Ost laufen können und zum Einkaufen, zum Friseur, zum Arzt und so. Und für die das wirklich wichtig wäre, einfach mal eine Kurzstrecke zu fahren, um Besorgung innerhalb eines großen Stadtteils zu machen. Oder zum Arzt zu gehen, Frau König-Preuß, hatte ich ja bereits gesagt.
Und deswegen denke ich, ist das auf jeden Fall eine soziale Frage, die man hier bedenken muss. Zur Finanzierung. Also Jena ist ja eine der wenigen Städte, wo tatsächlich mal die Preiselastizitäten im Nahverkehr ausgerechnet wurden. Also die Studie kann man auch noch nachlesen. FICE 2011, Raumordnung, Raumforschung. Und da kam sozusagen eine Preiselastizität von 54% raus. Das heißt sozusagen, also 54% der Preissenkung werden durch die zusätzliche Nachfrage refinanziert. Bleiben 46%, die natürlich dann refinanziert werden müssen. Und da ist tatsächlich die Frage, ob das eventuell in Teil zumindest durch Ausgleichszahlungen vom Deutschlandticket abgefangen werden kann. Denn ich meine, das Deutschlandticket wird sich ja offensichtlich dann, also die Ausgleichszahlungen des Bundes werden sich ja nach den Nutzungszahlen des Nahverkehrs richten. Und wenn mehr Leute mitfahren, gibt es vielleicht auch höhere Ausgleichszahlungen. Also das ist, aber wie gesagt, das ist eine wichtige Frage, aber diese Frage kann halt nur im VMT beraten werden, im VMT einstimmig beschlossen werden. Und deswegen gehört diese Frage auch in den VMT und darauf zielt unser Änderungsantrag gemeinsam mit der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ab. Das soll auch nicht ewig lange geprüft werden, sondern Ende 2023 soll da ein Ergebnis da sein und dann im Stadtrat berichtet werden und mögliche Umsetzungsvorschläge vorgeschlagen werden. Der Änderungsantrag der Fraktion Die Linke zur Jena Bonus Monatskarte, die werden wir ablehnen, einfach weil unser Antrag Top 27 viel, viel besser ist. Ich werde das einfach jetzt mal kurz begründen. Also das Deutschlandticket für alle sozial Bedürftigen kostet mit unserem Änderungsvorschlag dann 34 Euro und gilt für Gesamtdeutschland. Ihr Vorschlag ist 30 Euro nur für Jena. Also es gibt ja noch eigentlich Unterschiede, aber da ist sozusagen klar, dass eigentlich unser Vorschlag wirklich allumfassender ist. Vor allen Dingen haben wir auch eine Subvention von Schülern und Azubis drin. Und das ist tatsächlich in Ihrem Dr. Antrag Fietze, nicht drin. Gestatten Sie mir kurz, an alle Mitglieder des Stadtrates zu appellieren, dem Redner die gebührende Aufmerksamkeit zu widmen. Herr Dr. Fietze, fahren Sie bitte fort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und wie gesagt, wir haben eben auch eine Subvention für Schüler und Azubis drin von 25 Euro, die dazu führt, dass das Ticket für Schüler und Azubis 27 Euro kosten wird. Das Deutschlandticket wohlgemerkt für ganz Deutschland. In Ihrem Änderungsantrag ist es tatsächlich so, dass, wenn man den wörtlich liest und so beschließt, dass Kinder und Jugendliche dann 30 Euro kosten. So, also die bezahlen mehr und können nur in Jena fahren und nicht in ganz Deutschland. Also insofern ist... so wörtlich steht das im Änderungsantrag drin. Also wie gesagt, unser Antrag ist erstmal für die Bedürftigen günstiger und besser. Zweitens ist aber der auch für die Stadtverwaltung günstiger, denn die Subvention, die sozusagen der Vorschlag der Linken vorsieht, bedeutet von jetzt 70 Euro, die Monatskarte in Jena kostet, auf 30 Euro, das heißt 40 Euro Zuschuss der Stadt pro Ticket. Und ich meine, wir haben uns gestern im Finanzausschuss die Zahlen dazu angeguckt. Es ist einfach so, dass das Budget sprengen würde. So, und es ist auch, glaube ich, nicht relevant, weil ohnehin alle eben das Deutschlandticket oder unser Angebot wählen werden. Ich bin auch sehr erfreut darüber, dass tatsächlich die Stadtverwaltung mit dem Nahverkehr schon in Gespräche gegangen ist und die technische Umsetzung abgeklärt hat, also so, dass das ab 1. September passen kann. Sollte. Ist ja nicht so einfach, das ist ein städtischer Zuschuss zu einem Bundesticket. Wie kann man das machen? Wie kann man das ohne irgendwelche bargeldmäßigen Rückerstattungen machen? Und das wurde alles soweit geklärt, dass ich da guter Dinge bin, dass, wenn wir das heute beschließen, und darum werbe ich, ab 1. September dann laufen kann. Ich bitte um Ihre Zustimmung, also für unseren Änderungsantrag zu
Punkt 10 und zu unserem Beschlussvorlage zum Deutschlandticket. Dankeschön. Das Wort hat nun Frau Dr. Franz. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich mache es ein bisschen kürzer. Es geht um den Änderungsantrag der Grünen, den wir am 28.04. eingebracht haben. Und ich sage es gleich, den werden wir zurückziehen, da wir ja gemeinsam den Ergänzungsantrag mit der Fraktion der SPD einreichen. Aber noch mal einen Schritt zurück. Zunächst möchten auch wir, also unsere Fraktion, möchte sich herzlich bedanken bei den Initiatoren des Einwohnerantrages. Denn sie haben wirklich etwas auf den Weg gebracht, was uns auch schon lange auf der Seele brennt. Nämlich das Thema, nicht die Themen, die benannt wurden, will ich jetzt nicht wiederholen, aber dieses Thema des Kurzstreckentickets, das ist ein Thema, was uns schon lange, lange beschäftigt. Ich will nicht sagen 2 Jahre, ich glaube, das sind mindestens 10 Jahre. Und immer wieder gab es die Argumente, nein, es geht nicht, weil wir müssen uns kurzschließen mit dem VMT. Aber wir haben gesagt, es ist doch nicht zumutbar, wenn zum Beispiel 2 Personen hin und zurück fahren, die müssen 10 € auf den Tisch legen. Was machen sie? Sie nehmen dann lieber das Auto. Aber das kann doch nicht die Alternative sein. Uns geht es auf der einen Seite darum, dass es sozial verträglich ist, aber es geht uns auch darum, dass wir nicht mehr Autoverkehr produzieren, weil man sagt, für 10 €, da fahren wir dort und dorthin nicht zum Arzt oder zum Einkaufen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Ziel. Und Sie wissen, dafür, für dieses Ziel, muss man auch etwas tun. Und das Kurzstreckenticket wird auf jeden Fall dazu beitragen. Insofern ist das der Dank, ein doppelter Dank an die Initiatoren. Einmal, dass sie das insgesamt, diesen Einwohnerantrag, auf den Weg gebracht haben, aber auch, dass sie expressis verbis die Forderung aufgemacht haben, ein Kurzstreckenticket von 4 € zumindest zu prüfen, auf den Weg zu bringen. Damit haben wir etwas initiiert, wo wir denken, dass wir gemeinsam mit der SPD hier zu einem Ziel kommen und zu einem Vorschlag, den wir auch umsetzen können. Und deswegen möchte ich gerne noch mal für diesen gemeinsamen Ergänzungsantrag werben, weil der bringt uns also auch in puncto Mobilität und auch sozialer Gerechtigkeit ein großes Stück voran. Das Wort hat nun die Vertrauensperson des Einwohnerantrages, Herr Krischek. Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, heute wird über den Einwohnerantrag des Bündnisses nicht mit uns entschieden, in dem die politische Zivilgesellschaft von Jena Forderungen aus Bürgerversammlungen zusammengetragen und dafür über 400 gültige und viele ungültige Befürworterinnen gefunden hat. Er sollte in der immer noch aufziehenden Krise steigende Energiepreise, steigende Lebensmittelpreise, steigende Preise für Mobilität ein Gegengewicht sein. Mit einer Absicherung für alle, die in der städtischen Versorgung mit Energie und Wohnraum sind und für alle, die auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind, aber wegen der hohen Preise nicht mitfahren können. Es waren konkrete Forderungen und es waren auch umsetzbare Forderungen. Was von Seite der Stadtverwaltung daraus geworden ist, ist in unseren Augen quasi nichts. 2 unverbindliche Gesprächsaufforderungen, gewürzt mit Verantwortungsabwehr und ein bisschen Eigenlob. Der Stadtrat vertut damit die Chance, sich den Problemen zu stellen, die der nicht wohlhabende Teil der Stadtbevölkerung hat, und vertut die Chance, wesentliche Verbesserungen des Lebens von vielen Bürgerinnen und Bürgern umzusetzen. Darum fordere ich die Stadträtinnen auf, dem Vorschlag der Verwaltung nicht zuzustimmen. Und ich möchte, dass Sie stattdessen eigene Vorschläge entscheiden und finden, die die Stadt im Sinne des Antrages sicherer machen, lebenswerter machen und gerechter machen. Und noch ein paar Worte zum Prozess und der Diskussion um den Einwohnerantrag. Es ist vielleicht nützlich für Sie, mal eine Außenperspektive zu bekommen. Was bei uns zurückbleibt, ist vor allem Frustration und Wut. Frustration, dass die Stadt es nicht schafft, uns angemessen an dem Prozess zu beteiligen. Einladungen und Unterlagen kamen immer wieder zu spät oder überhaupt nicht. Plötzlich taucht die Behauptung auf, dass es eine neue Frist gibt, von der niemand weiß. Dann muss es plötzlich ganz schnell gehen, nachdem am Anfang erst mal 3 Monate gewartet wurde, bevor man überhaupt drüber spricht.
Frustration, dass die Stadträtinnen und Stadträte und die Stadtverwaltung in den Ausschüssen fast gar kein Interesse gezeigt haben, die ganze Sache mal politisch zu diskutieren. Also sich zu fragen, wollen wir günstigere Mobilität, wollen wir sichere Wohnung und Energie? Und dann zu besprechen, wie erreichen wir das? Stattdessen standen bürokratische Hindernisse im Mittelpunkt und das haben wir immer so gemacht und es ist ja eigentlich alles schon ganz gut so, wie es ist. Das ist unser Eindruck. Und wir sind wütend. Wütend über Fragen wie, gibt es überhaupt Menschen in dieser Stadt, die Probleme mit ihren Rechnungen haben? Haben Sie dafür Beweise? Es ist eine absolute Respektlosigkeit. Und wir sind wütend über die Mentalität der Verwaltung. Nein, die Stadt ist kein Unternehmen, das erfolgreich verwaltet werden soll, indem man sich auf seine Institutionen und Denkweisen ausruhen kann, bis man 100 ist. Die Stadt ist ein lebendiger Ort, der demokratisch gestaltet gehört, damit er für alle Einwohnerinnen lebenswert ist und bleibt. Und dazu gehören auch engagierte Stadträtinnen und Stadträte, die sich nicht nur an ihren kleinen Projekten basteln und sonst die Entscheidung der Spitze abnicken, sondern sich mit grundlegenden Fragen auseinandersetzen. Wie soll diese Stadt aussehen? Wie kann man das Leben in ihr besser machen? Wie kann man es gerechter machen? Und dazu dann auch diskutieren und Position beziehen. Also bitte ich Sie heute und auch in Zukunft, nutzen Sie genau dafür Ihr Mandat. Nächster Redner ist Herr Täger. Mal sehen, Herr Oberbürgermeister, Herr Vorsitzender, sehr verehrte Damen und Herren, ob ich den hohen Erwartungen an eine politische Rede gerecht werden kann. Das, was wir eben hier als Wortmeldung gehört haben, ich werde jetzt mich nicht dazu zwingen, etwas gut zu finden, nur weil es ein Bürgerantrag ist. Denn was wir hier eben gehört haben, ist einfach ein Antrag, der ins Verfahren gebracht worden ist, bei dem man jetzt bei der Wortmeldung im Nachhinein den Eindruck hat, es geht jetzt hier darum, politische Entscheidungsprozesse, die natürlich auch im Klein-Klein sind, zu delegitimieren. Also wir Stadträte sind jetzt nur noch diejenigen, die das, was die Stadtverwaltung sagt, abnickt. Sie wollten eine politische Stellungnahme, es gab es schon mal so ähnlich im Stadtentwicklungsausschuss, die können Sie von mir kriegen. Ich fand diesen Antrag, den Bürgerantrag, nicht zustimmungsfähig. Ich hätte ihm nicht zugestimmt. Ob nun eine veränderte Version jetzt von der Verwaltung gekommen ist, ist sie gekommen oder nicht, ist einerlei. Weil ich glaube, dass Sie Dinge hier hochspielen, um dann hier zu sagen, der Stadtrat, der tut ja eh nichts. Was ich bei dem bei der Antragsvielfalt, die ich mir extra zur Pult hierher genommen habe, eigentlich überhaupt gar nicht erkennen kann. Nun zu den Inhalten. Der 001, also es geht ja letztendlich hier andauernd um Nahverkehr. Warum? Weil der 001 im Grunde genommen gegenstandslos geworden ist. Wir haben kein Energiekostenproblem. Wir haben ein bundesweites, weil der Bund ganz schön tief zugreifen musste, damit wir relativ gut finanziell durch den Winter gekommen sind. Aber wir, und das zahlen wir natürlich als Steuerzahler. Und übrigens, je mehr Steuern man bezahlt, desto mehr trägt man dazu bei. So viel zur sozialen Ungerechtigkeit, die mich überhaupt nicht besteht, weil der Steuerzahler hat das finanziert. Und das ist, und die Steuer, die wird nun mal mit höherem Einkommen auch höher. Deswegen kann man davon überhaupt, doch, sie wird mit höherem Einkommen höher und deswegen kann man nicht von sozialer Ungerechtigkeit an dieser Stelle reden. Punkt 002, Nahverkehr. Was ist der Zweck des Nahverkehrs? Leute von A nach B zu bringen auf einer Strecke, die man gewöhnlicherweise nicht läuft. Deswegen ist Kurzstreckentarif nicht vorrangig. Es wäre schön, ist aber nicht vorrangig. Und deswegen werden wir dem Antrag zustimmen, der die Sache systematisch angeht. Man kann nun mal Kurzstreckentarife nicht machen ohne VMT. Und das ist übrigens, und das wurde richtig gesagt, auch nicht unbedingt sozial gerecht. Und es, weil man ja dann damit immer relativ die benachteiligt, die weiter außerhalb wohnen. Kurzstreckenticket ist, das muss man mal ganz ehrlich sagen, was für Leute, die es sich bereits leisten können, wie ich,
die es sich leisten können, in der Innenstadt zu wohnen. Herr Tegger, ich bitte Sie kurz um Unterbrechung. Doch. Ich erteile einen Ordnungsruf für die Zwischenruferin aus dem Saal. Ich kann nicht verfolgen, kann von hier aus nicht erkennen, wer es war, aber trotzdem erteile ich einen Ordnungsruf. Zweitens, Kurzstreckentarif lockt doch nicht Autofahrer in den Nahverkehr. Autofahrer wollen eine gute Verbindung haben. Und das betrifft längere Fahrstrecken und nicht den Kurzstreckentarif. Ich persönlich bin jemand, der viel läuft. Ja, es macht keinen Sinn, ob ich wegen zwei Stationen noch in eine Straßenbahn hinein hopse oder nicht. Das bringt dem Umweltverbund nichts. Es bringt dem Umweltverbund nichts. Drittens, wenn man an verschiedenen Stellen zuhört, wie es um den Nahverkehr bestellt ist, dann wird man feststellen, dass es für uns als Kommune immer schwieriger wird, den Nahverkehr zu finanzieren, und zwar in der Form, wie er jetzt besteht. Und wir diskutieren andauernd über Tarifreduzierungen. Dazu noch über Tarifreduzierungen, die dann nur von der Stadt Jena getragen werden. Das geht nicht. Wir müssen das natürlich im Einklang mit dem VMT machen. Und es muss natürlich Landesregelungen geben. Und es muss am Ende auch noch genug übrig bleiben, Geld übrig bleiben, um unsere Investitionen zu tätigen für den Nahverkehr und auch irgendwann mal vielleicht sogar die Verbesserungen in Angriff zu nehmen, die wir in unserem Nahverkehrsplan hinterlegt haben. Und das gelingt uns nicht, indem wir permanent Dinge beschließen, die dazu führen, dass die Kosten höher werden für eine ansonsten gleichbleibende Leistung. Deswegen stimmen wir zu der Prüfung Kurzstrecke. Wir glauben nicht dran, aber wir stimmen zu der Prüfung Kurzstrecke über den VMT. Wir stimmen zu, dass jener Bonus im gleichen Umfang ausgezahlt wird wie bisher, völlig egal, ob es ein Tarifticket ist oder ob es ein Deutschlandticket ist. Das ist der zweite Beschluss, der aus meiner Sicht Sinn macht an der Stelle. Und natürlich allgemeine Preisreduzierungen, wie sie üblich sind, zum Beispiel für Kinder und Jugendliche, auch das können wir auch nur im Gleichklang mit dem VMT machen und auch nur auf Grundlage geänderter Zuschüsse durch das Land Thüringen, das uns diese Rabatte als VMT dann auch zulässt. Alles andere ist jetzt hier ein bisschen Schaulaufen, als könnten wir hier an dieser Stelle das große Rad drehen. Das können wir an dieser Stelle nicht. Wir sollten froh sein, wenn es uns gelingt, den Nahverkehr mit seiner Leistung aufrechtzuerhalten oder vielleicht sogar zu verbessern. Denken Sie doch nur an die schwierige Diskussion um die Investitionen in unsere neuen Straßenbahnen, die uns noch in den nächsten Jahren im Gesamtverbund der Stadtwerke und der Stadt erhebliche Mühe machen wird, dass wir das durchfinanzieren können. Und da glaube ich, dass ein realistischerer Blick an dieser Stelle wichtig ist. Und wir werden jedenfalls so abstimmen, dass auch was Realistisches rauskommt. Und das ist übrigens unsere politische Entscheidung. Das ist keine unpolitische Entscheidung, das ist unsere politische Entscheidung. Unsere Priorität liegt bei dem leistungsfähigen Nahverkehr und nicht bei der einen Reduzierung hier, bei der anderen Reduzierung dort. Und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Ich fand die Rede vorhin durch den Sprecher des Bürgerantrages unsäglich. Ganz ehrlich, ich fand es unsäglich und deswegen, ja, können Sie ja nachher mit einer Wortmeldung sagen, Frau Güngör. Ich finde, dass eine Unterstellung war, was hier an der Stelle unter dem Text rübergekommen ist, und dagegen verwahre ich mich. Der Nächste auf der Rednerliste ist Bürgermeister Gerlitz. Ich versuche das mit etwas weniger Emotionalität, aber noch mal einige Punkte trotzdem aufgreifend. Gleich vorneweg gestellt: Wir haben in Jena in großer Regelmäßigkeit sichere Wohnungen und eine sichere Energieversorgung. Man kann das
Und da bin ich wirklich fest davon überzeugt, hier nicht so stehen lassen, dass ein Eindruck entsteht, dass weder die Stadtverwaltung noch die Jena Wohnungsunternehmen hier genug Sensibilität besitzen würden. Ich nehme Jena Wohnen und gerade die großen Wohnungsgenossenschaften in Summe weit mehr als die Hälfte des Jena Wohnungsbestandes bewirtschaftend sehr wohl war. Wir haben Sie ja eingeladen in unseren Energiekrisenstab, dass Sie eine sehr, sehr hohe Sensibilität für das Thema haben und das Ziel, dass niemand in der Energiekrise wohnungslos oder im Dunkeln sitzen muss, ernst nehmen und mit unterstützen. Dann zu der Forderung mit der Unterstützung des Deutschlandtickets um 30 Euro. Da wird ja regelmäßig Erfurt angeführt, dass Erfurt ja sogar 30 Euro unterstützen würde und Jena würde nur 15 Euro fördern für ein Jena-Bonusticket. Dazu muss man sich aber mal mit den Regeln in Erfurt beschäftigen. Ja, Erfurt fördert 30 Euro einmalig pro Bedarfsgemeinschaft. Jena fördert jeden in einer Bedarfsgemeinschaft, jeden Erwachsenen mit 15 Euro und Kinder und Jugendliche nahezu vollständig. Ein Jena-Bonusberechtigtes Kind bezahlt in Jena 15 Euro Schutzgebühr jährlich für die Nutzung des Monatstickets und zukünftig für die Nutzung des Deutschlandtickets. 15 Euro jährlich. In Summe ist das für eine durchschnittliche Familie, für eine durchschnittliche Bedarfsgemeinschaft eine viel, viel größere Unterstützung, als wir sie in Erfurt haben. Und diese mit einem ganz konkreten Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche. Und ich finde das richtig. Ich finde das richtig unterstützenswert. Und da jetzt schon sehr, sehr häufig die Senioren ins Feld geführt worden sind, weswegen man das Kurzstreckenticket unbedingt einführen müsse. A, möchte ich unterstreichen, dass die Senioren im Allgemeinen keinesfalls zu den sozial Schwachen zählen. Das wird hier die ganze Zeit gleichgesetzt. Und das ist nicht so. Viele Senioren sind sehr gut situiert und können sich sowohl ein Kurzstreckenticket leisten, als auch ein Deutschlandticket leisten, wenn sie häufigere Nutzer sind. Es ist eine sehr kleine Kundengruppe aus Sicht des Nahverkehrs, über die wir hier reden. Wir reden über Gelegenheits-Kurzstreckennutzer, weil auch ein regelmäßiger Kurzstreckennutzer wird auch mit einem rabattierten Kurzstreckenticket sehr schnell die Schwelle überschreiten, wo das Deutschlandticket für ihn günstiger ist. Und wenn er sozial schwach ist, ist das Deutschlandticket ihn auch nur 34 Euro in Zukunft kosten wird, wenn der Antrag der SPD-Fraktion und Bündnis 90 Die Grünen heute bestätigt wird. Das heißt, es ist wirklich eine sehr kleine Kundengruppe, die Kurzstreckengelegenheitsnutzer. Ich habe schon zugesagt, wir werden das ernsthaft prüfen, aber eben an der Stelle, wo das hingehört. Und es gehört nicht zum Jena Nahverkehr, sondern es gehört in den VMT. Dort muss das diskutiert werden. Dort müssen die Berechnungen durchgeführt werden. Wir hatten das vorhin schon mit der Preiselastizität, wie hoch denn der Anteil wirklich ist, der an Einnahmeverlusten entsteht. Möglicherweise hat sich das eben gerade durch Einführung des Deutschlandtickets verändert. Dem werden wir uns stellen. Das ist gut und richtig, aber eben nicht im Nahverkehr, sondern im VMT. Und zuletzt, der Antrag des Jena-Bonusticket kostet zukünftig 30 Euro. Eigentlich hatten wir in den Ausschüssen das schon mal diskutiert, dass dieser Antrag so für viele Nutzer eine Verschlechterung darstellen würde, weil jener bonusberechtigte Kinder und Jugendliche gerade 15 Euro im Jahr bezahlen und ich nicht verstehen kann, warum das dann zukünftig 30 Euro monatlich sein soll. Alleine schon aus diesem Grund, ja, das steht aber nicht in diesem Antrag. In diesem Antrag steht, jener Bonusberechtigte sollen 30 Euro zahlen. Dann muss man es eben in diesen Antrag reinschreiben. Und es ist mitnichten so, dass das eine Selbstverständlichkeit ist. Ich hatte gerade ausgeführt, dass es in Erfurt eben keine besondere Rabattierung für Kinder und Jugendliche gibt, sondern nur eine einmalige Rabattierung von 30 Euro pro Bedarfsgemeinschaft. Deswegen ist das nicht abwegig, dass man diese Forderung aufstellt. Aber ich unterstreiche sie und unterstütze sie aus sozialpolitischen Gründen ganz bestimmt nicht.
Nächster Redner ist Herr Knopf. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich will zunächst auf Sie eingehen von dem Bürgerantrag, weil ich das durchaus ernst nehme, was Sie von uns erwarten und darauf auch persönlich reagieren möchte. Als grüne Stadtratsfraktion haben wir natürlich übergeordnete Ziele. Wir setzen uns hier ein für die Lebensgrundlagen, wir setzen uns ein fürs Klima, wir setzen uns ein für Umwelt und für Naturschutz und für viele, viele andere Sachen in der Entwicklung unserer Stadt. Und das setzen wir uns ein auf großer Ebene und mit weitem Blick, aber eben auch mit der Mühsal, die es braucht, wenn man sich um die kleinen Sachen kümmert. Und ich glaube, am Ende braucht es in der Politik eben beides. Und wenn es uns um diese Ziele geht, dann muss ich sagen, bin ich aber dezidiert ein großer Fan unseres Jenaer Nahverkehrs, weil der leistet genau das. Der schützt unsere Lebensgrundlagen viel, viel mehr, als wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Deswegen fahre ich beispielsweise auch gerne Zug, auch wenn es mit der Deutschen Bahn nicht immer vergnügungssteuerpflichtig ist. Und deswegen finde ich es richtig, dass man sich auf Bundesebene jetzt dafür einsetzt, dass man sagt, na klar müssen wir das hinkriegen, dass ab 2024 die Mitnahme von Kindern und Jugendlichen geklärt ist beim Deutschlandticket, dass man eine Regelung für Studierende bringt, dass man beispielsweise auch klärt, in welchen Bundesländern wie die Fahrradmitnahme möglich ist. Und dafür bin ich auch, dass dann in der Ministerpräsidentenkonferenz der Thüringer Ministerpräsident sich dafür einsetzt, dass dieses 49-Euro-Ticket auch da bleibt, wo es aktuell ist und dass nicht sofort der Preis angehoben wird. Wenn wir uns das angucken, es gibt ja eine tolle Webseite vom Jenaer Nahverkehr, wo die ganzen Abo-Zahlen alle drinstehen. Da haben wir da einmal das Abo Solo, das kostet 59,20 Euro. Dann haben wir das Abo Plus, das kostet 63,10 Euro. Dann haben wir das Jobticket, das kostet 53 Euro. Dann haben wir das Abo Mobil 65, das kostet 72 Euro. Wir haben das Azubi-Ticket und. Ist alles teurer als das 49-Euro-Ticket. Warum sollten die Leute denn diese Abo-Angebote aktuell nutzen, wenn das 49-Euro-Ticket den gleichen Leistungsumfang hat, aber deutlich günstiger ist? Aktuell haben wir in Deutschland 10 Millionen Leute, die sich dieses Ticket gekauft haben, im ersten Monat davon 4,3 Millionen neue Abos. In Jena haben wir aktuell das City-Ticket, das kostet 70 Euro. Das unterstützen wir hier aus dem Stadtrat mit 15 Euro, kostet dann also 55 Euro. Wenn wir diese 15 Euro nehmen und auf dieses 49 Euro Deutschland-Ticket draufgeben, dann sind wir noch bei 34 Euro. 34 Euro. Und dann ist Ihr Vorschlag, dass wir das Jena-Ticket, das für Jena gilt, für 30 Euro anbieten. Also 4 Euro günstiger dafür, dass ich die ganze Nutzung deutschlandweit nicht habe. Ich hätte Ihnen ja vorgeschlagen, wenn Sie konsequent gewesen wären, dann hätten Sie gesagt, dass wir fördern das 49-Euro-Ticket in Jena so, dass es 30 Euro kostet. Das hätte ich konsequent gefunden. Aber zu sagen, für 4 Euro günstiger kriege ich dann das jenaweite Ticket, ich finde das, was aktuell vorgeschlagen ist von den Grünen und von der SPD, insofern zielführend, weil wir dieselbe Unterstützung geben, aber eben aufs 49-Euro-Ticket und sich gleichzeitig nicht nur die Leistung deutlich erweitert, sondern weil sich dieser Tarifdschungel endlich durchschlagen lässt, wo keiner mehr durchblickt. Das ist eigentlich der Hinderungsgrund auch für viele Seniorinnen und Senioren, dass die nicht das Gefühl haben, was kostet denn das eigentlich, wenn ich irgendwo in Saale-Holzland-Kreis fahren muss, weil ich dann erstmal studiert haben muss, um den Preis überhaupt zu verstehen. Das ist der große Vorteil vom 49-Euro-Ticket und deswegen sollten wir als Stadt auch genau das unterstützen, weil es diesen Föderalismus-Dschungel auch endlich mal beendet. Vielen Dank. Jetzt müsste mir mal jemand helfen, wo die Wortmeldung von Sitz 30 kommt. Frau Dr. Jonscher, bitte. So, ich möchte ja nicht, dass die SPD-Fraktion oder die Fraktion Die Grünen unserem Antrag nicht zustimmen, weil sie es vielleicht nicht richtig verstanden haben oder ich es nicht richtig erklärt habe. Also versuche ich das jetzt nochmal. Natürlich stimmen wir der SPD-Fraktion zu, das Deutschland-Ticket mit 34 Euro zu also mit 15 Euro zu zuschussen, dass es 34 Euro kostet. So, nun gibt es aber Menschen, die können kein solches Abo abschließen, weil ihnen zum Beispiel die Bonität fehlt, weil sie nicht internetaffin sind, weil sie sonstige Gründe haben, das Deutschland-Ticket nicht nutzen zu können.
So, Frau und König, für diese Menschen Frau muss König, es eine Alternative geben. Jetzt ist mal Ruhe hier, bitte. Herr Dr. Für Vize, diese Frau Menschen König, sollte es eine Alternative auch. Geben. Frau Sie sollten zumindest ein... Dr. Jonscher, erlauben Sie mir bitte noch mal kurz für Ruhe zu sorgen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben inzwischen sehr emotionalisierte Debatte über eigentlich ein sehr wichtiges Thema. Jetzt haben wir noch nicht mehr allzu viel Zeit heute und wir haben eine überschaubare Rednerliste. Bitte lassen Sie uns alle hier ein bisschen zur Sachlichkeit zurückkehren. Frau Dr. Jonscher, fahren Sie bitte fort. Gut, also selbstverständlich ist auch gemeint das Jena-Bonus-Ticket für Erwachsene. Ich entschuldige mich, wenn ich das nicht extra noch mal reingeschrieben habe. Es steht aber jetzt beim Vorsitzenden so drin, gemeint ist das für die Erwachsenen. Wir schlagen Ihnen vor, dass dieses Ticket, was nur für Jena gültig ist, was aber übertragbar ist, aber keine Mitnahmeregelung enthält, dass dieses Ticket 30 Euro kosten soll. Wenn Ihnen das zu viel ist, weil das andere 34 Euro kostet, sind wir natürlich selbstverständlich bereit, einen Antrag für 25 oder 20 Euro von Ihnen zu übernehmen. Vielen Dank. Das Wort hat nun Herr Stein. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Der Bürgerantrag, ich habe ihn mir gerade eben noch mal angesehen, der wurde ja 2022 beantragt und da wurden die Unterschriften gesammelt. Und wenn wir uns zurückerinnern, das war ja eine dramatische Situation 2022. Ich erinnere mich, auch wenn man die Preiskurven an der Börse verfolgt, teilweise ist das Verzehnfachung. Und wir wussten ja nicht, ob wir durch den Winter kommen, warm. Und es war, ja, ich hatte auch Sorgen und Angst. Und ich kann verstehen, wenn man so etwas unterschreibt. Und jetzt ist fast ein Jahr vergangen und wir wissen ja, wie dieser Winter ausging. Wie der nächste wird, wissen wir nicht, aber wie dieser Winter ausging, das wissen wir. Wir sind gut durch den Winter gekommen und ich muss auch mal die Regierung loben. Das liegt natürlich auch an der Strompreisbremse und der Energiepreisbremse, muss ich fairerweise sagen. Ich habe mir die drei Forderungen nochmal angeguckt. Sichere Wohnungen, Härtefallfonds und Nahverkehr einfacher machen und günstiger. Sichere Wohnungen. Ich habe selber mehrfach hier Anfragen gestellt im Stadtrat über die Entwicklung sowohl der Kündigung als auch der Gas- und Stromsperren. Es ist nicht schlimmer geworden. Und hier ist Sozialpolitik auch im Stillen und das verdanken wir den Stadtwerken. Es gibt individuelle Lösungen, die werden gefunden, im gleichen Ausmaß wie in den Jahren zuvor. Ein ganz stilles Element der Sozialpolitik. Die Mieten von Jena Wohnen steigen immer noch ungefähr 1,5-1,6%, trotz der Kostenentwicklung. Und das kostet dem Unternehmen viel Geld. Aber wer jetzt, und ich weiß, Rentner haben wenig Geld teilweise, aber wer Rentenabschlüsse jetzt mitnimmt, wer jetzt Tarifabschlüsse mitnimmt, kriegt relativ gesehen zur Miete mehr. Die Mieten steigen nicht so stark wie die Abschlüsse dergleichen. Und die Kosten trägt das Unternehmen und die Kosten tragen wir auch als Stadt. Und das ist vielleicht nicht so populär, aber das hat eine Auswirkung auf ganz viele Menschen, die in und bei Jena wohnen. Härtefallfonds haben wir nicht eingerichtet, das stimmt. Aber wir wissen weder, die Fälle haben sich gesteigert und es gibt einen Härtefallfonds vom Land, der ist nutzbar und der wird auch nicht ausgeschöpft. Und wir verweisen auch in den Beratungen darauf schon mal zwei Punkte der Forderung des Bürgerantrages, wo man einen Haken dran machen kann. Das haben Sie bekommen. Wir streiten uns hier, und das merkt man auch in den Wortbeiträgen, um den dritten Punkt, um den Verkehr. Sie haben gefordert einen einfacheren und günstigeren Nahverkehr. Es war noch nie so einfach, wie mit dem 49-Euro-Ticket den Nahverkehr zu nutzen. Es wird auch ganz in Ruhe, Katharina Preu, Sie können gleich sprechen. Ich weiß, Sie wollen heute das Wort, Sie kriegen es bestimmt auch noch. Sie kriegen es auch sogar günstiger als vorher, wenn wir, und da wird die CDU auch zustimmen, den Jena-Bonus ausweiten auf das 49-Euro-Ticket. Auch dort wird es auch für die sozial Schwächeren noch günstiger als vorher. Auch hier ist ein Haken dran. Und da sage ich ganz bewusst, das ist auch stille Sozialpolitik. Die Kosten der Energie trägt vor allem der Nahverkehr, und zwar viele Millionen Euro, die nicht weitergegeben werden. Diesel, Benzin, Strom, auch die Tarifentwicklung, die werden nicht weitergegeben. Das mag jetzt so still und heimlich hingenommen werden, aber es kostet der Stadt, uns als Stadträte auch, der kostet der Stadt viel Geld. Das muss man mal schätzen. Es wird günstiger und die Kosten werden nicht weitergegeben. Wir streiten uns eigentlich darum, um das Kurzstreckenticket. Wird es jetzt geprüft oder wird es jetzt sofort eingeführt? Das ist doch jetzt der Punkt, wo Sie sich unterscheiden in der Wahrnehmung zu dem, was Sie tatsächlich fordern.
Und jetzt sage ich mal, ist das jetzt eine große Enttäuschung wert? Dass man nicht jetzt sofort das Kurzstreckenticket einführt. Nein, wir prüfen das, das ist richtig. Und ich sage ganz ehrlich, für mich ist es keine Enttäuschung. Sie haben von dem, was Sie 2022 gefordert haben, sehr viel erreicht und auch bekommen. Und ich bitte jetzt hier, keinen Skandal zu suchen. Und ich habe den Eindruck, hier wird gebohrt und gesucht, dass hier irgendwas ganz Schlimmes schiefläuft. Nein, das stimmt nicht. 95%, was Sie fordern in Ihrem Antrag, ist erreicht worden. Insofern danke ich und unterstütze auch den Antrag der Stadtverwaltung plus dem Änderungsantrag von Grünen und SPD. Dankeschön. Die nächste auf der Rednerliste ist Frau Flämig-Winkler. Ich bin der Meinung, wir alle, egal ob Verwaltung, Stadträte, Dezernenten, wir haben eigentlich so einen Einwohnerantrag mit Respekt zu begegnen. Und ich finde, da gehört ganz viel Mut und Engagement dazu, sowas überhaupt erstmal auf den Weg zu bringen. Und das haben die sicherlich nicht gemacht, weil sie Langeweile hatten, das haben die sicherlich gemacht, weil sie begründete Sorge hatten. Kollege Stein hat es angesprochen, 22 ist es auf den Weg gebracht worden. Es waren sicherlich andere Zeiten als heute. Aber ich möchte jetzt auch nicht inhaltlich auf diese Tickets eingehen und auf diese Streiterei. Ich möchte eigentlich, oder ich finde es bemerkenswert, wie manche Mitglieder dieses Stadtrates mit Befindlichkeiten anderer Menschen umgehen. Das finde ich schon bemerkenswert, um nicht zu sagen, zum Teil unterhalb der Gürtellinie. Ich kann auch laufen, genau wie Sie, Herr Teger. Aber ich sehe in Lobeda auch Leute, die das nicht so können und die eine Station vom Allendeplatz, wo die Apotheke ist, wo die Einkaufshalle ist, bis zum altersgerechten Block in der Tiegstraße ihre Tasche nicht richtig tragen können oder nicht laufen können, die gerne diese eine Station fahren würden, aber die sich sagen, 2,50 Euro, das kann ich mir einfach nicht leisten. Und in diese Leute muss ich mich auch reinversetzen. Und ich habe auch in Erinnerung die Diskussion im Sozialausschuss, wo Vertreter des Behindertenbeirates, des Beirats für Menschen mit Behinderung und auch des Seniorenbeirats drin sitzen, die auch gesagt haben, für sie wäre es wichtig, die genau geschildert haben, was sie bewegen. Das ist nicht nur Lobeda, das ist Nord, das ist Winserla. Und ich finde einfach ein bisschen mehr Respekt für die Befindlichkeiten oder für die Lebenslagen von anderen Menschen, das sollte bei uns drin sein. Und genauso finde ich es unsäglich, wie zum Teil Verwaltung mit Stadträten umgeht. Und ich muss es ehrlich sagen, auch Stadträte sind manchmal nicht ganz fein der Verwaltung gegenüber. Und das tut diesem Haus nicht gut. Da wünsche ich mir einen anderen Umgang. So. Und ich habe es, glaube ich, versucht, freundlich zu erklären. Die bislang letzte Wortmeldung kommt von Herrn Böckel. Das Frau König-Preuß auf dem Ticket von Herrn Böckel. Bitte schön. Ich rede gerne auf dem Ticket von Herrn Böckel. Ich habe diese Karte, weiß ich nicht wo. Deswegen habe ich bei ihm einfach mal geklickt und stehe jetzt hier vorne als Reinhard Böckel und hoffe, dass er mit meiner Rede zufrieden sein wird, worum es mir geht. Frau Flämig-Winkler hat schon vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, für welche Leute so ein Kurzstreckenticket relevant ist. Das gilt übrigens auch fürs Zentrum. Und insbesondere für diejenigen, die Jena Westhatzenpromenade oben irgendwo wohnen und zum Beispiel zum Ärztehaus unten müssen. Und da glaube ich schon, wäre es fair mit zu beachten, dass diese Strecke vom Ärztehaus unten am Heckelplatz bis hoch oben irgendwo nach dem Westbahnhof ist für Menschen, die nicht mehr so fit zu Fuß sind, echt ein ganz schöner Aufwand. Und es gibt dort ältere Damen, die ich regelmäßig sehe, wenn ich hochlaufe oder runterlaufe vom Westbahnhof, weil ich eben häufiger Zug fahre nach Erfurt. Die machen ständig Pausen unterwegs. Und dann haben sie nicht mal einen Ort, wo sie sich hinsetzen können, um eine Pause zu machen, sondern stehen dann eben irgendwo an der dicht befahrensten Straße. Und die machen das nicht, weil sie so gerne Pause auf der Westbahnhofstraße machen. Das ist jetzt noch wirklich auch kein Ort, an dem man, ich sag mal, gerne Pausen macht, außer man geht zum Späti. Schöne Grüße an der Stelle. Aber ich glaube, dass es wirklich relevant wäre, das nochmal mit auf den Schirm zu nehmen, bei denen, die es nicht auf dem Schirm haben. Es geht doch nicht um die, die sich's leisten können. Die sich's leisten können, die holen sich das 49-Euro-Ticket. Ich fände es auch gut, wenn wir bei dem Sprachgebrauch 49-Euro-Ticket bleiben, weil es gibt nämlich Interessenten in der Bundesregierung, die das ganz bewusst Deutschland-Ticket nennen, damit sie es irgendwann mal hochsetzen können auf 59, 69, 79, 89 und so weiter Euro. Von daher lassen sie uns wenigstens beim Sprachgebrauch 49 Euro bleiben. Also, es geht um die, die sich das nicht leisten können, die auch nicht mehr unterwegs sind, irgendwo außerhalb von Jena, die aber in Jena ganz bestimmte Strecken regelmäßig machen müssen.
Und für die ein Kurzstreckenticket. Um die Menschen geht's. Punkt 1. Punkt 2. Das Jena-Bonus-Ticket, wo wir sagen, runtersetzen auf 30 Euro. Ich will noch mal darauf hinweisen, dass meine Kollegin Beate Jonscher gesagt hat, es gibt Leute, die kriegen das 49-Euro-Ticket nicht. Die sind nicht vorgesehen in der derzeitigen Konstellation, die der Bund verschriftlicht hat und sozusagen anlegt. Weil die eben zum Beispiel einen Schufa-Eintrag haben. Weil die beispielsweise nicht in der Lage sind, über mehrere Monate regelmäßig die entsprechenden 49 Euro zu zahlen. Und dann wird gesagt, Pech gehabt. Für diejenigen Leute, das können wir leider hier aus Jena nicht regeln, dass wir sagen, hey, ihr müsst auch eine Variante finden für die, die wenig Geld haben, dass sie dieses 49-Euro-Ticket nutzen können. Wurde ja versucht auf Bundesebene, wurde unter anderem von der Linken versucht, ist leider nicht drauf eingegangen worden. Jetzt haben wir hier in Jena das Jena-Bonus-Ticket. Das kostet 55 Euro. Und was wir sagen ist, Leute, wenn jetzt die Reduktion, vollkommen okay, der Antrag von Grüne und SPD, wir stimmen dem auch zu, beim 49-Euro-Ticket für jener Bonusinhaber auf 34 Euro kommt, dann lasst uns doch wenigstens für diejenigen, die kein 49-Euro-Ticket bekommen, ein jener Bonus-Ticket zum Preis von 30, ja wie gesagt, wir nehmen gerne auch 25, wir nehmen gerne auch 20 Euro, aber lasst uns doch für die, denen es sowieso schon schlechter geht als vielen anderen, ein Jena-Bonus-Ticket schaffen, wo dieselbe Reduzierung 15 Euro enthalten ist oder 20 Euro, wie viel auch immer, enthalten ist wie beim 49-Euro-Ticket. Darum geht es doch. Und es wäre toll, wenn das vielleicht bei den Leuten mit in die Köpfe rein könnte. Es geht hier nicht darum, irgendeinen sinnlosen Formalstreit aufzumachen, sondern es geht darum, auch den Menschen, die wenig Geld haben, zu ermöglichen, zumindest in Jena am Ende nicht sogar mehr als fürs 49-Euro-Ticket zahlen zu müssen, um in Jena fahren zu können, trotzdem sie den Anspruch auf das Jena-Bonus-Ticket haben. Das ist doch total unlogisch. Also bitte schließen Sie sich wenigstens dem Antrag an, dass die Jena-Bonus-Inhaber, die nicht das Deutschland-Ticket nutzen können, in Jena 30 Euro bezahlen, um eben in Jena fahren zu können. Dankeschön. Der nächste Redner ist Herr Wiese. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Also ich war ganz schön lange dabei, mich eigentlich nicht melden zu wollen, weil diese Debatte in sich total zerfasert ist. Aber die letzten beiden tränenreichen Beiträge von meiner wirklich geschätzten Kollegin Frau Flemming-Winkler und auch von dir, Katharina. Wenn wir wirklich mal zurück auf die Sachebene gehen, ich fange an mit dem Kurzstreckenticket. Ich weiß, durch die gesamten Fraktionen, ich kann mal dahin gucken, da hinten gucke ich nicht hin, aber da und da gucke ich hin, da waren mal welche dafür und da waren mal welche dagegen. Aus allen Fraktionen heraus. Der eine sagte, in Lobeda zwei Strecken zu fahren, zwei Stationen, das warst du, Volker, das lohnt sich nicht für mich. Das war 2011 war das oder 12. Waren zum Glück alle schon geboren hier, die hier sitzen. Ja, und dann hat sich das irgendwie so ein bisschen verselbstständigt, dann kam der VMT, dann kam dieses mehr und jenes mehr und dann hieß es, wenn Kurzstrecke, dann gehört es in den VMT. Ja, da gehört es hin, der Bürgermeister nämlich eben auch gesagt. Und Katharina, wenn du sagst, ich kriege das mit, da oben am Mackelstich, weil ich ja da bin, aber ich gucke den Leuten nicht zu, sondern ich nehme die Oma im Auto mit und fahre sie dann zwei Stationen hoch. Ja. Nein, das ist auch kein Vorwurf. So war das jetzt auch nicht gemeint. Ja? Es ist aber einfach so, das ist ein Stückchen Selbsthilfe auch, die wir hier machen können. Das mache ich nicht, weil ich Stadtrat bin, sondern das ist, weil ich halt die eine Oma kenne oder die andere auch dann irgendwann kennenlerne. Das ist nämlich ein bisschen Miteinander hier im Stadtrat. So, und jetzt gibt es Leute, ja, die sind sozial schwach, denen müssen wir unter die Arme greifen. Da hilft uns das Kurzstreckenticket nicht. Und ich gebe dir dahingehend recht, dass es Leute gibt, die tatsächlich aufgrund von Schufa-Einträgen eben keine
entsprechende Monatsabbuchung bekommen können, wenn sie eben ein sogenanntes P-Konto haben. Das ist so. Das kann man aber verwaltungsrechtlich, auch wenn es Stellen kosten würde, irgendwo regeln, indem man dann auch sagt, dann müssen die Leute zu uns kommen, damit sie dort das Ticket bekommen. Und wenn, und das ist mir an dieser Diskussion schlichtweg viel zu kurz gekommen, ich glaube, es herrscht hier ziemliche Einheit, dass man den sozial Schwachen helfen soll und helfen muss. Und da ist es egal, ob ich ein Kurzstreckenticket habe oder indem ich sage, ich bündel es und sozial Schwache bekommen ein Monatsticket. Und der Bürgermeister hat es eben auch dargelegt, wie die Zahlen teilweise sind. Und diese Vergleiche, Erfurt, Nürnberg. Frau Dr. Jonsche, soll ich Ihnen mal erklären, wie das in Nürnberg läuft? Drei Anträge, Darlegung, wie viel Sie tatsächlich verdienen, plus eventuell Nebeneinkünfte, plus die Tatsache, ob nicht vielleicht noch ein Dritter Sie unterstützen kann. Und dann kriegen Sie es für 19,90 Euro. Das ist soziale Politik. Super. Das ist nicht Bayern, das ist Nürnberg. Das ist im Übrigen Franken. Ja? Nein, was ich hiermit wirklich sagen will, hier wird zerfasert und es gibt einen Antrag von der Verwaltung. Auch wenn, da danke ich dir, Bastian, was gesagt worden ist, was ist denn schon alles erreicht worden von dem Bürgerantrag? Das waren auch Zeiten. Und heute gucke ich da ganz anders drauf. Und natürlich kann ich das verstehen, dass zum damaligen Zeitpunkt Leute an sich tatsächlich Angst hatten, wie es weitergeht. Aber wir haben es, glaube ich, ganz gut gemeistert. Es hätte immer besser sein können. Und deswegen finde ich es auch nicht richtig, wenn wir uns hier gegenseitig beschimpfen müssen. Das haben wir früher auch nicht gemacht. Ja? Genau, muss man nicht. Sachlich dürfen wir uns schimpfen. Na? Doch, hier ist teilweise, ich kann meinen Zettel mitnehmen. Und deswegen ist es auch ein Grund, warum ich mich jetzt gerade noch mal gemeldet habe. Ja, wenn die Sachlichkeit hier ins Haus wieder einziehen würde, dann können wir uns sachlich streiten. Und sachlich sind wir dabei, dass wir sozial schwachen Menschen helfen wollen, in dem Rahmen, dass sie mit dem Nahverkehr günstiger fahren können als im normalen Preis. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn wir uns hier drauf einigen können, und da ist ein guter Prüfauftrag, der unterwegs ist, dass wir den sozial schwachen Leuten eine Monatskarte oder von mir auch aus das Deutschlandticket zahlen können. Ich weigere mich, hier 49-Euro-Ticket zu sagen, sondern es ist ein Deutschlandticket. Und damit den Leuten auch die Möglichkeit geben, ein oder zwei Stationen fahren zu können, dann ist diese ganze Diskussion mit dem Kurzstreckenticket einfach hinfällig. Und das bitte ich einfach mal zu bedenken. Dankeschön. Es gibt eine weitere Wortmeldung von Bürgermeister Gerlitz. So. Sehr geehrte Damen und Herren, ich nehme an, auch die Fraktion der Linken wird mir weitere Redezeit hier zubilligen. Auch wenn das offensichtlich ein schwieriger Umgang mit Stadträten ist, wenn man inhaltlich eine andere Auffassung vertritt, als Ihr Antrag das hier wiedergibt. Ich möchte noch ein weiteres Mal darauf eingehen, dass wir, weil das auch wieder das Bild gezeichnet wurde von der älteren Dame, die eben den Bus regelmäßig braucht, um am Magdestieg hoch und wieder runterzukommen, so sie sozial bedürftig ist und damit jener Bonus berechtigt, ist es bereits nach 8 Fahrten im Monat 8-mal den Magdestieg runter und wieder hoch mit dem jener Bonusticket günstiger, als es mit einem Kurzstreckenticket sein kann. Alle fachlichen Untersuchungen zeigen, dass Kurzstreckentickets eben eine Subventionierung für absolute Gelegenheitsnutzer sind und regelmäßig Fußgänger, die eben auch noch gut bei Fuß sind, dann eben doch eher gewillt sind, in den Bus umzusteigen, ohne dass es notwendig ist. Und das Zweite, das ist ein Anliegen, das unterstreiche ich ganz dezidiert, da haben Sie recht, das ist ein blinder Fleck gerade noch. Es gibt Menschen, die kein Deutschlandticket bekommen werden. Es ist in den Tarifbedingungen, die ja deutschlandweit festgesetzt sind, ist eine Bonitätsprüfung vorgesehen. Wir diskutieren auch bereits im Nahverkehr, wie man damit umgehen kann, weil das natürlich möglichst flexibel und inklusiv gestaltet werden soll. Aber das ist in diesen Tarifbedingungen
ärgerlicherweise genauso fortgesehen. Deswegen wird es diese Bevölkerungsgruppe geben. Wir gehen davon aus, dass es sehr wenige sind, aber es wird sie geben. Gleichwohl brauchen wir dann tatsächlich eine Einzelfalllösung, die detaillierter ist als Ihr Versuch, der ziemlich holzschnittartig ist. Wenn wir eine einfache Wahlmöglichkeit haben, das 30-Euro-Ticket, die bisherige Monatskarte versus das 34-Euro-Deutschland-Ticket, dann ist das durchaus auch denkbar, dass es Menschen gibt, die sagen, ich verreise sowieso nie, ich brauche das nur in Jena und ich will es auch noch übergeben wollen, ich nehme lieber das 4-Euro günstigere Monatsticket. Aber dieses für den Nutzer 4-Euro günstigere Monatsticket kostet dann die Stadtverwaltung eben 40 € monatlich und nicht 15 € monatlich. Und das wird am Ende tatsächlich eine echte Haushaltsbelastung sein und deswegen muss man sich überlegen, wie man damit umgeht. Ich sage Ihnen das an dieser Stelle gerne zu, dass wir das im Blick haben werden, dass wir vom Jena Nahverkehr uns auch Zahlen abrufen lassen werden, wie oft denn das zurückgewiesen worden ist. Und dann müssen wir dafür Einzelfalllösungen finden. Aber bitte tatsächlich keine allgemeine Lösung, die am Ende dazu führt, dass es da ein Wahlrecht gibt, was im Zweifelsfall die Stadt sehr, sehr viel teurer werden wird. Und ich will auch an dieser Stelle nochmal unterstreichen, auch der Antrag von SPD und Grüne wird drastisch haushaltswirksam sein, weil das Angebot einfach viel, viel besser ist als in der Vergangenheit. In der Vergangenheit haben das tatsächlich ein Großteil der jener Bonusberechtigten nicht genutzt, weil das Ticket mit 55 € deutlich teurer wird als zukünftig mit 34 € und deutlich weniger Leistungsumfang hatte. Das heißt, alleine durch den Effekt, dass es mehr genutzt wird, wofür ich sehr dankbar bin, worüber ich mich freue, dass es mehr genutzt werden wird, aber allein dadurch wird eine deutlich höhere Haushaltsbelastung entstehen. Und lassen Sie uns bitte die Haushaltsbelastung, dass mehr Geld dafür einsetzen, dass mehr Leute fahren können und nicht, dass dieselbe Fahrleistung erbracht wird, aber es für die Stadt einfach nur teurer wird. Die Rednerliste ist abgearbeitet. Damit ist das Ende der Aussprache von mir erklärt. Und wir haben jetzt folgende Antragslage. Einmal die Beschlussvorlage der Verwaltung, wie sie im Top 10 vorliegt. Dann den gemeinsamen Änderungsantrag von Bündnis 90 Die Grünen und SPD oder andersrum zum Kurzstreckenticket und den nochmals geänderten Antrag der Änderungsantrag der Fraktion Die Linke zum Tagesordnungspunkt 10, der jetzt in letzter Fassung lautet, im 003, nach der Einführung des Deutschlandtickets für Jena-Bonusinhaberinnen kostet die Jena-Bonus-Monatskarte für Erwachsene, die ausschließlich in der Stadt Jena gilt, 30 €. Das ist der Text des Änderungsantrages der Fraktion Die Linke zum Top 10. In den anderen Beschlussvorlagen Top 24 und 27 hat sich nichts geändert. Ich schlage Ihnen jetzt vor, dass wir erst die Änderungsanträge zum Top 10 abstimmen, dann die Beschlussvorlagen im Top 24 und Top 27. Gibt es dagegen Widerspruch? Nee, der Top 10, den stimme ich zuerst ab nach den Änderungsanträgen. Gut, da sehe ich keinen Widerspruch. Also kommen wir zunächst zum Änderungsantrag der Fraktion Die Linke als den weitergehenden zum Tagesordnungspunkt 10, den Satz, den ich Ihnen gerade vorgelesen habe. Wer diesem Änderungsantrag zustimmt, der Fraktion Die Linke, den bitte ich jetzt mit das Handzeichen. Danke, die Gegenstimmen. Das ist die deutliche Mehrheit. Gibt es Enthaltungen? Einige. Damit ist dieser Änderungsantrag der Fraktion Die Linke mehrheitlich abgelehnt. Und jetzt kommen wir zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion SPD und Bündnis 90 Die Grünen zum Thematik Kurzstreckenticket im Top 10. Wer diesem Änderungsantrag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gibt es hierzu Gegenstimmen? Keine Enthaltungen? Auch nicht. Damit ist dieser Änderungsantrag einstimmig angenommen und wir kommen zur Abstimmung über den Top 10 insgesamt. Die Maßnahmen zum Einwohnerantrag des Bündnisses nicht mit uns. Wer der so geänderten Vorlage zustimmt, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Danke. Gibt es Gegenstimmen? Sehe ich nicht. Gibt es Enthaltungen? Einige. Damit ist diese Beschlussvorlage mit großer Mehrheit bestätigt.
Jetzt kommen wir zur Abstimmung im Tagesordnungspunkt 24. Wer diesem, also das ist jetzt die Veränderung der Nahverkehrstarife, wo nur noch der 001 aufrechterhalten wird, der Fraktion Die Linke, Gespräche aufzunehmen mit dem Jena-Nahverkehr, zu prüfen, welche Kosten durch ein von der Stadt finanziertes Kurzstreckenticket entstehen. Wer diesem Beschlussvorschlag zustimmt, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Wobei der Finanzausschuss gestern auch die Zustimmung empfohlen hat. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Das zählen wir mal bitte aus. Nochmal von vorn. Also, wer der Beschlussvorlage der Fraktion Die Linke zustimmt, den bitte ich jetzt um das Handzeichen im Top 24. Die Gegenstimmen? Also 16 Ja-Stimmen, 19 Gegenstimmen. Die Enthaltungen? Sieben Enthaltungen. Damit ist dieser Antrag mehrheitlich abgelehnt und diese Beschlussvorlage mehrheitlich abgelehnt. Und ich komme zur Abstimmung im Top 27. Deutschland, also Beschlussvorlage Fraktionen SPD und Bündnis 90 Die Grünen, Beschlussvorlage Deutschland-Ticket auch für Jena Bonusinhaber in der letzten Fassung vom 21. Juni. Wer dieser Beschlussvorlage zustimmt, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Danke. Gibt es hierzu Gegenstimmen? Gegenstimmen sehe ich nicht. Gibt es Enthaltungen? Einige wenige. Damit ist diese Vorlage mit großer Mehrheit beschlossen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 11, Beschlussvorlage Fraktionen Die Linke und Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Vereinbarkeit von Familie und Ehrenamt. Hier die Austauschvorlage und beachten Sie bitte, dass der Titel geändert wurde in Familie, Berufstätigkeit und Ehrenamt. Es liegt dazu ein Austauschblatt der Einreicher vor vom 27. Juni und ein Ergänzungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Für die Einreicherin erteile ich das Wort Frau Güngör. So, das wird jetzt ein harter Cut, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber ein nicht minder wichtiges Thema. Und ich freue mich, dass wir dem Beschluss heute auch noch die nötige Aufmerksamkeit schenken werden. Kommunalpolitik ist mit Blick auf verschiedene Dimensionen nicht repräsentativ für die ganze Bevölkerung und auch in ihrer Ausgestaltung nicht offen für alle bzw. nicht attraktiv für alle, auch nicht hier in Jena. Wenn wir demokratische Partizipation ernst nehmen wollen, müssen wir also uns auch immer wieder mit den Bedingungen beschäftigen, unter denen wir Kommunalpolitik betreiben. Und diese Bedingungen haben viel mit dem Thema Vereinbarkeit zu tun. Wir als Linke wollen, dass mehr Eltern und auch mehr Pflegende von Angehörigen den Weg in die Kommunalpolitik finden können. Denn Menschen, die in der Betreuung oder in der Pflege von Familienangehörigen gebunden sind, wird dadurch nicht selten genug davon abgehalten, derartige Ämter überhaupt anzunehmen, auch weil die üblichen Betreuungsmöglichkeiten zu den Zeiten von Ausschuss, von Beirats und auch von uns Stadtratssitzungen nicht gegeben und Alternativen teuer sind. Die nun vorliegende Beschlussvorlage ist ein Beitrag, diesen Weg für alle insofern zu erleichtern und so auch die Möglichkeiten zur demokratischen Partizipation zu erweitern. Unsere Beschlussvorlage beinhaltet vier zentrale Punkte, die ich doch für recht selbsterklärend halte und deswegen nur kurz benenne. Sitzungen sollen erstens möglichst nicht innerhalb von Ferien und Schulzeiten stattfinden. Zweitens, einmal jährlich wird über die Sitzungszeiten der Fachausschüsse neu beraten und entschieden, wobei die familiären Belange der jeweiligen Ausschussmitglieder berücksichtigt werden sollen.
Drittens, Sitzungen, für die nur wenig Tagesordnungspunkte vorgesehen sind, sollen entfallen, wenn die Themen nicht dringend sind bzw. mit anderen Sitzungszeiten zusammengelegt werden könnten. Und viertens, zu Beginn der neuen Legislatur gilt es zu überprüfen, ob die Anzahl und auch die Struktur der Gremien in der Stadt einer Veränderung bedürfen. Weiterhin hoffen wir, dass in absehbarer Zeit die Möglichkeiten der digitalen oder der hybriden Sitzung kommunaler Gremien, wie sie sich bereits während der Pandemie weitgehend bewährt haben, mehr genutzt werden können. Auch das würde für diejenigen mit Familie zu einer Entlastung führen. Verzeihung, Frau Güngör, Herr Wiese hat das durchaus ungewöhnlich und selten genutzte Instrument einer Zwischenfrage angemeldet. Ich würde gerne meine Rede zu Ende halten und danach können Sie gerne eine Frage stellen. Fahren Sie bitte fort. Eins möchte ich noch abschließend sagen. In Vorbereitung der heutigen Sitzung habe ich mich ehrlicherweise schon gefragt, wie spät unsere BV wohl drankommen wird. Unsere Sitzungszeit im Stadtrat geht von 17 bis 22:30 Uhr. Das ist in der Regel nicht gerade einladend für viele. Jetzt ist es, glaube ich, kurz vor 22 Uhr. Ich hoffe also, für diejenigen, die immer noch bei uns beim Stadtrat mitwirken, wirkt das Thema nicht ironisch. Ich will es insofern natürlich nicht romantisieren, weil der Spagat zwischen Berufstätigkeit, zwischen Familie und zwischen politischem Ehrenamt weiterhin eine große Herausforderung ist. Ich habe großen Respekt vor allen, die diese Mehrfachbelastung bereits leben, und ich hoffe, es kommen noch einige hinzu und gestalten jener Politik gemeinsam mit uns mit. Wir freuen uns, dass unsere Beschlussvorlage bisher recht viel Zuspruch von den anderen demokratischen Fraktionen erhalten hat und hoffen nun auf eine breite Mehrheit. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Frau Welle. Ja. Studierende der Friedrich-Schiller-Universität Jena sind auf mich zugekommen, um mich zu interviewen zum Thema Frauen und ihre Unterrepräsentanz in der Kommunalpolitik. Und im Rahmen dieses Interviews haben wir auch über die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und ehrenamtliches Engagement und vielleicht auch noch Freizeit gesprochen. Also genau das Thema dieser Beschlussvorlage. Und ich habe dann mal ausgerechnet, wie viel Zeit ich durchschnittlich in Sitzungen verbringe. In der Regel sind das so 9 Stunden die Woche. Diese Woche, wenn wir bis 22.30 Uhr heute und morgen tagen, sind es 16 Stunden und das sind allein die Sitzungszeiten. Das heißt, da ist die Vorbereitung nicht dabei, da sind keine E-Mails dabei, da ist die Kommunikation mit den BürgerInnen nicht dabei. Ich verbringe also einen Großteil meiner Lebenszeit mit diesem Stadtrat und ich denke, Ihnen geht es ähnlich. Ich habe nicht mehr als 24 Stunden am Tag. In dieser Beschlussvorlage geht es halt darum, wie die Arbeit im Stadtrat mit Familie, Beruf und Ehrenamt besser vereinbart werden kann. Ein Punkt oder ein Wort, was ich dabei besonders schön finde, ist Quality Time, also Qualitätszeit, die man mit seinen Kindern verbringen möchte. Und deshalb ist es besonders wichtig, dass, wenn man Ferien hat, Schulferien, wo SchülerInnen auch nur Urlaub nehmen können, dass man da die Zeit hat, mit denen Urlaub zu machen und nicht an Sitzungen teilnehmen muss, wenn sie nicht dringend sind. Ja, das kommt drauf an, nicht alle Ausschüsse machen das. Schön, dass Sie Glück haben und in den Ausschüssen sind, die nicht in den Ferientagen. Ich habe Sitzungen in den Schulferien, auch in den Sommerferien diesen Sommer. Nicht mehr im Sozialausschuss, aber im Klimaschutzbeirat. Aber ein städtisches Gremium. Aber danke für Ihre Zwischenrufe. Ich wollte eigentlich meine Rede halten. Also es geht einmal darum, dass Ferien wirklich Ferien sind und nur dringende Sitzungen stattfinden und andererseits darum, dass wir versuchen, mit den Beschlusspunkten die Arbeitszeit zu reduzieren, indem überprüft wird, ob alle Gremien wirklich sinnvoll sind.
in dem überprüft wird, wann die Gremien am besten tagen von den Mitgliedern, die in diesen Gremien sitzen, im Hinblick auf Berufstätigkeit und die Vereinbarkeit der Familie. Und dass, wenn es wenig Tagesordnungspunkte gibt und die eben auch nicht dringend sind, dass man nicht für 20 Minuten zu einem Ausschuss gehen muss, sondern dass der eben auch ausfallen kann und die Tagesordnungspunkte auf der nächsten Sitzung behandelt werden. Deshalb sind wir MiteinreicherInnen auf diesem Antrag und bitten Sie um Zustimmung. Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist 22 Uhr und ich unterbreche an dieser Stelle den öffentlichen Teil unserer Stadtratssitzung, den wir im gleichen Tagesordnungspunkt morgen 17 Uhr hier an dieser Stelle fortsetzen. Die Rednerliste, so wie sie uns hier vorliegt, Herr Wiese, Herr Majuntke, Frau Glabowskaja, arbeiten wir dann weiter ab. Ich verabschiede an dieser Stelle alle Gäste, die Öffentlichkeit, die Medien, unterbreche den öffentlichen Teil. Bitte alle Stadträte mit in den Plenarsaal zu kommen, um dort den nicht öffentlichen Teil unserer Stadtratssitzung zu beginnen. Vielen Dank und alle auf, bis morgen.